Hanto scheint weit entfernt zu sein. Okay, Pokédex, okay. Ich gehe einmal schnell zurück und wo ist es? Ich gehe einmal schnell zurück und massiere meinen Typ 0. Hallo Angel. Hallo Maurice. Sind wir heute alle gut drauf? Massieren. Ich brauche keinen Rauch. Massiere mich. Mal schauen, wie viel Level ich noch brauche für meinen Typ 0. Lomi-Lomi-Massage. Wie massiert man Typ 0? Auf den Schultern? Okay, dann fliegen wir zurück. Ich will immer noch irgendwie auf Flug-Pokémon gehen und Fliegen auswählen. Geht nicht mehr in den Kopf rein, diese Reittiere. So, und dann hier zurück. Und Party, Party. Hallo Mischu. Mischu. Wie läuft's? Vielen Dank für 46 Monate. 46 Monate. Welchen Ball hast du? Du hast den neuen Ball, den ich gemacht habe. Du hast den Glitchball. Hallo Shrek. Du hast den Glitchball, den Missing No Ball, den ich gemacht habe. Ich muss die anderen noch machen. Der ist schick. Er ist voll retro. Er besteht aus Pixeln, die ich alle abgemessen habe. Die sind alle exakt teilbar durch die Breite und Höhe des Pokéballs. Pixel halt. Alright. Wir gehen jetzt. Letztes Mal sind wir zuerst rechts gegangen. Na komm, ziehen wir es durch. Gehen wir auch hier zuerst rechts. Alola, Veteran Leo. Leopold, bitteschön. Halt! Oh. Typ 0 darf nicht an erster Stelle sein. Pampelrosse. Hallo Marco, aber bitte Leopold. Wie geht dir? Wie geht euch? Mir geht. Hallo Happens. Hallo Kühner. Heute sind wir gut drauf, Leute. Wir machen es abwechselnd. Morgen bin ich wieder schlecht drauf. Übermorgen bin ich wieder gut drauf. Veteran Leopold. Sehr, sehr gut. Tag 12. Ich habe schon 12 Streams gemacht mit dieser Gen und mir ist aufgefallen, es ist noch so viel, was ich machen muss. Ich glaube zeitlich, wobei, Gen 3 mit 4-mal durchspielen und Feuerrot und alles, ich glaube, das werden wir nicht mehr übertreffen, aber ey, allein dieses Spiel nochmal komplett durchspielen. Wie war das? Kann ich alle Ultra-Bestien in einem Spiel fangen? Oder muss ich das Endgame auch nochmal machen? Ich hoffe, das Letzte, was ich machen muss im anderen Durchgang, ist Typ 0 und Venikro abholen. Nope. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe und ich weiß nicht mehr, was Nope dann bedeutet. Okay, okay. Ich dachte, es sind einfach nur Statuen, die ich verschieben muss. Hallo Mariko. Nicht alle Ultrabestien. Oh. Aber ich werde doch sicher Ultrabestien fangen können, ohne Team Rainbow Rocket besiegen zu müssen. Nicht, dass das hier nicht cool ist, es ist sehr cool, aber es ist sehr zeitaufwendig, diese ganzen Kämpfe zu machen. Ich meine, ich werde dann noch ein krasseres Team haben, weil ich einfach das hier rüber tausche. Und dann werde ich erst recht durchrennen können, aber es dauert.
Das ja, okay. Ich werde sie, nachdem die Credits kommen, fangen können. Okay. Gute Nacht aus Japan. Hallo Sword of the Demon King. Strafattacke. Typ 0 will Strafattacke lernen. Je stärker das Ziel durch Statusveränderung ist, desto stärker wirkt diese Attacke. Oh. Ist aber auch sehr taktisch wieder. Luftschnitt, Doppelschlag, Eisenschädel, Metallsound. Nein, ich lasse mein Typ 0 rein. Maskita und Katagami sind nur in Sonne und im Mond sind es Chabel und Kagurum. Okay, dann ist es also nicht das Nicht-Maskito, was ich da in der Cutscene gehört habe. Chabel hat vielleicht auch einen Käfersound. So, warum ist da der Pfeil rechts, aber es guckt nach oben? Okay, da ist ein Schalter. Am Rücken ist immer ein Schalter. Ah, okay. Warte, jetzt geht es immer gegen. Ah, nee, es geht so. Okay. Mal schauen, wie schwer das jetzt wird. Du hast nicht nochmal RR gemacht. Nein, 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 nein. RRR. Rocket. Rainbow Rocket Rüpel. Was? Oh mein Gott. Aber warum war der eine Pfeil... Manche Pfeile gucken nicht in die Richtung... Also, warum... Also, werde ich jetzt hier gesehen? Nee, warum zeigt der Pfeil dann nach rechts? Hä? Warum zeigt der Pfeil... Achso, das sind die beiden Richtungen, in die Maut sie gucken kann. Es dreht sie nicht einfach im Kreis, sondern es sind die beiden Richtungen. Okay. Hallo, Anne. Koplosius auch nur US. Sword of the Demon King, wie lange seid ihr noch in Japan? Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit. Ich beneide dich sehr. Es ist wirklich, ich hoffe, es geht dir nicht so wie mir danach, aber mir ging es so danach von wegen, oh Mann, ich hätte so viel mehr sehen und machen können. Ich hätte so viel mehr ausnutzen können, auf der anderen Seite der Welt zu sein. Vor allem Restaurants. Ich habe sehr bereut, dass wir nicht im Vornherein mehr Reservierungen in Restaurants gemacht haben. Weil es war oft so, wo gehen wir denn jetzt essen? Und dann so, keine Ahnung. Okay, wie machen wir das? Wir können das hier... Kann man keine Kanalpunkte mehr ausgeben? Doch. Ich habe nichts geändert. Und hier sind Leute, die Kanalpunkte ausgeben. Maori Racing, du bist ein Phenontor. Sword of the Demon King, du bist ein Rex Blizzard. Maurice, du bist ein... eine dicke Nase. Parfi. Und Taylor, the Devil. Du bist ein Pi. Hä, wo bin ich denn jetzt lang gegangen? So. Warte, dann drehe ich dich. Komme ich zumindest mal hier lang und dann drehe ich dich. Und dann drehe ich dich. Aber dann kann ich nicht mehr... Nee, das machen wir nicht. Wir machen so. Hallo? Achso, ich muss immer in den Rücken gehen. Warte mal, oder ich gehe... Nee. So. So. Nee. Ah ja, und jetzt... Zurück. Aber dann... Achso, ja, so. Moment, aber das untere guckt dann hoch. Ah, ich will zum Pokéball. Wenn ich in den Raum... Kann ich in den Raum zurück? Ja, ich kann zurück. Das probiere ich kurz aus. Wenn ich jetzt reingehe und wieder zurückgehe, stehen dann die Statuen... Sind die Statuen dann resettet? Nein. Okay, hier... Hier, warte mal, so. So, aber dann guckst du in die Richtung. Warte mal, hä? So, so. So. Du hast ein Fünftel der Pokémon als Spirit abgehakt. Krank. Löst es aus, wenn ich jetzt da reinrenne? Ey, das ist asozial. Als ob ich nicht schnell noch in den Teleporter reinhechten könnte.
Ach, und so resettet's. Na gut, so. Ich muss einfach alles einmal machen, nur in einer bestimmten Reihenfolge. Und dann dich zuerst. Und dann... Nee, dich das andere zuerst. Egal, so geht's auch. Mariko, du bist ein Kapuno. Und... Sinister, du bist ein Strohwickel. Und Kühna, du bist ein Staraptor. Wow. Okay, das hier ist wahrscheinlich jetzt das Schwerste. Wie weit komme ich? Ich komme nur bis da hoch. Und das da kann ich nicht... Okay, also eigentlich sollte ich, wenn ich... nein. Solche Rätsel mag ich. Davon hätte es im Hauptspiel... Alter. Nein. Das zählt. Okay, das ist anstrengend. Das ist jetzt anstrengend. Davon hätte es viel mehr im Hauptspiel geben sollen. Okay, wenn ich... Aber du gehst nach unten. Aber das ist okay. Ich mach so. Dann mach ich so. Komme ich dann zurück? Ja, dann mache ich so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Boom, Meisterball. Akku, erst jetzt habe ich einen Akku. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Es wäre um einiges schwerer, wenn die Pfeile nicht da wären. Dann könnte man nichts vorhersehen. Ich finde, die Pfeile hätten sie weglassen können. Das wäre immer noch gut machbar gewesen. Okay, was ist da jetzt dahinter? Ich habe zum Glück relativ vergessen, was ich gestern gespoilert wurde. Übrigens, Happens, bist du da? Kannst du die Person entbannen, die ich gestern als letztes gebannt habe? Ich habe immer gesagt, wegen Spoilern wird man hier nicht gebannt. Vor allem, wenn man es nicht absichtlich macht. Hast du mich gehört? Weißt du noch, wie die hieß? Bin am Handy. Nee, aber ich dachte, du siehst es in der Mod-Übersicht, was als letztes passiert ist. Ich kann es auch machen. Ich glaube, das sollte chronologisch sein. Ist das unter Moderation? Roles Manager? Activity? Nein. Warum steht es nicht bei Activity? Wie weit kam ich denn gestern? Genau, Adrians Ende. Das war das, wo ich gestern aufgehört habe. Und jetzt bin ich gerade beim dritten, weil auch immer das sein wird. Wo ist denn Moderation Settings? Moderation. Band Chatters. Ja, da ist es. Okay. Hab schon gemacht. Ibitak. Die App hat keine Mod an sich. Ja, scheiß App. Wie schrecklich, also wirklich, alle haben sich über die App beschwert letztens, weil so ein fettes Update kam. Ich dachte mir so, ja klar, logisch, ist immer kacke gewesen. Aber jetzt habe ich letztens erst mal Twitch auf der App geguckt. Und es ist ja schrecklich, das startet ja wie TikTok. Und du hast keine direkte Möglichkeit, zu deinen Follows zu kommen, weil dir einfach die Streams, die du gefollowt hast, werden dir TikTok-mäßig einfach random gezeigt. Und ich bin so, nein, zeig mir eine fette Übersicht mit all den Streams, denen ich follow. Oder, aber ich will doch keinen TikTok-Modus auf Twitch, in der Twitch-App bei Streams haben. Schrecklich.
schrecklich, was sie da gemacht haben. Und sie wissen das auch. Weil jeder, oh mein Gott, jeder hat sich aufgeregt. Hallo Hedge Goodman. Hallo Mia Gamerin, hallo. Hedge Goodman, du bist ein Barrikadax. Kann dieses Team Rocket mal irgendwelche anderen Pokémon haben als Tentoxa, Slymog, Ibitak und Radikal? Fuck. Auf dem Tablet habe ich noch die alte Ansicht. Kann sein, dass die Twitch-App auf Tablet noch nicht neu ist oder du die neueste Version gar nicht haben kannst. Dudi, du bist auch ein Pi. Wir hatten gerade eben erst Pi. Hallo Azrael. Nächster Rüpel einfach Mega Rayquaza. Fänd ich cool. Mal Abwechslung. Donarion, warum hast du gerade nicht Donnerblitz gemacht? Was ist geschehen? Hat Donnerblitz nicht 100%? Hat die Supertrank? Was ist geschehen? Jetzt sterbe ich an einem Tentoxa. Donarion, was ist geschehen? Hat dein Donnerblitz nicht getroffen? All happens. Das kenne ich. In Köln hat man gerne Magen-Darm. Hast du auch einfach nur in Köln existiert, so wie ich damals? Gute Besserung. Wendel anziehen und Kübel. Laubfuchs, du bist ein Frostdätsche. Frostdätsche. Ändern die das denn wieder in der App? Ich habe den CEO nur sagen hören, ihnen ist bewusst, dass das den Leuten nicht gefällt. Und sie arbeiten daran, um es wieder besser zu machen. Aber wie alles braucht sowas Zeit. Und deswegen, ich glaube, das dauert locker jetzt wieder 3-4 Monate, bis die wieder was anders machen. Ja, alle Rüpel haben immer eine Auswahl von 5 verschiedenen Pokémon. Und es sind immer die gleichen auch. Also über alle Rüpel hinweg, es war immer schon, ich meine, okay, Team Aqua, Wasser, Team Ding und so. Aber die meisten Rüpel waren ja immer Gift. Gift und Unlicht. Team Skull, Gift und Unlicht. Team Rocket, Gift und Unlicht. Und was haben wir noch? Ich glaube, Plasma und Flare waren relativ abwechslungsreich. So, da ist er ja. Da ist er ja. Was hat denn der für Pokémon? Hat er jetzt auch einfach Feuer? Moment, was hatte der eigentlich? Am Ende, der hat jetzt aber nicht Xerneas oder sowas. Hat er einen Zygarde? Das würde storytechnisch passen. Nee. Was hatte der denn in X? Wir werden es sehen. Soll ich meinen Pampros beleben? Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Oh, nee, ich muss beide wieder beleben. Das geht ja gar nicht. Ich habe nur noch 8 Top-Tränke. Ich habe noch Sprudels und Limonadels. Du setzt gerne Gift- und Unlicht-Pokémon ein. Bin ich ein Rüpel? Ja. Ein ganz, ganz knallharter Rüpel. Und Twitch gibt dir jetzt bald den Grund an, warum man gebannt wurde? Du meinst, von Twitch gebannt wurde? Um die Welt von allem Schmutz in Form von Menschen zu befreien, habe ich mit meinem Team Flair die ultimative Waffe einsatzbereit gemacht. Und gerade als sie eingesetzt werden sollte, wurde ich von einem grellen Licht umgeben und in diese Welt hier gebracht. Aber egal, wo ich mich befinde, meine Mission ändert sich nicht. Ich will ein Leben voller Schönheit, ein Leben, in dem sich niemand bekriegt oder beraubt. Und dafür muss ich alle umbringen. Siehst du die beiden Knöpfe hinter mir? Einer von ihnen ebnet dir den Weg in das Innere des Schlosses. Hey, das ist ja genauso wie in Gen 6. Der andere nimmt die ultimative Waffe in Betrieb, die das Ende dieser Welt einläuten wird. Die gibt's hier gar nicht, die Waffe. Also los, wähle einen der Knöpfe aus. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Du kennst mich gar nicht.
Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Es wird genauso sein wie in XY, dass es am Ende egal ist, was ich drücke. Aber war nicht in XY rot der Knopf, der die Waffe zündet? Aber das ist jetzt orange. Ich mach blau. Du hast den blauen Knopf gedrückt und es ist wirklich bedauerlich, aber du scheinst nicht zu den Auserwählten zu gehören. Schau, jetzt sagt er nämlich, oh, du hast gewählt, dass nicht die Waffe gezündet wird, also bist du nicht der Auserwählte. Mit deinen eigenen Händen führst du das Ende der Welt herbei, die du eigentlich beschützen solltest. Doch, noch ist die ultimative Waffe nicht aktiviert. Achso, ich habe sie aktiviert, okay. Dir bleibt noch genügend Zeit, um den anderen Schalter zu betätigen und deinen Fehler wegzumachen. Selbstverständlich werde ich das nicht einfach geschehen lassen. Meine Vorstellung von der Zukunft auf der einen Seite und deiner, ja, okay, wir kämpfen. In X hatte er Xenias in Y Eviltal, also zumindest hatte er versucht, die zu bekommen. Ja, ja. Aber jetzt werde ich gleich sehen, was er hat. Aber was für ein Pendant gäbe es denn da auf der anderen Seite? Gen 5. Unten war ja Gen 3 blau und rot. Nein, mal schauen. Wie, ich habe nichts gegen Wishu ist ein Knuddler. Wir knuddeln Wishu. Moment, nee, Wishu ist Psycho. Nee, doch, nein. Och, was? Doch, Wishu ist Psycho. Nein, Kampf. Nein, Psycho. Keine Wirkung. Nee, es ist Kampf, eben. Das ist eben nicht Psycho. Obwohl es aussieht wie Psycho. Hallo Sophie. Ich glaube, der Knopf entscheidet, welches Coverledge er dann hat. Ah. Blau Xerneas. Also wäre es jetzt logisch, wenn er Xerneas hat. Hat er gerade ein Pokémon zurückgerufen? Und auf ein schlechteres auch noch gewechselt? Warum wechselt er auf ein Unlicht-Flugmon, wenn ich Mimikma habe? Also die KI will man verstehen hier. Pyroleo. Mimikma ist cute hier. Ja. So, jetzt ruft er ein Elektro-Pokémon. Heute wird sich mein Typ 0 entwickeln. Ich hab's gerade massiert. Din. Wishu. War U-Turn, aber ja, war dämlich. U-Turn im Sinne von, achso, seine Attacke. Hat er so eine Attacke gemacht, wie Voltwechsel. Okay. Dann ist das auch blöd. Und hallo Moschpitz. Oder Möschpitz. Das war schon wieder so eine Attacke. Das Wishu kann nur die eine Auswechselattacke. Na gut, dann bleibe ich jetzt halt hier. Bleibe ich halt hier, Gyarados. Ich besieg dich auch so mit einer Dunkelklaue. Oh, er hat Mega Gyarados. Ist das sein letztes Mon? Weil stimmt, er hatte auch Mega Gyarados in Gen 6. Das war sein letztes. Oh Gott. Ja, das ist jetzt nicht mehr aktiv. Effektiv. Das kann doch nicht sein letztes sein. Aber wenn Wishu sein erstes war. Komisch. Ja, jetzt wirkt es zumindest Knuddler. Oh. Er hat Kehrtwende, englischer Name ist einfach U-Turn. Achso, die Kehrtwende weiß ich, aber dass das auf Englisch U-Turn heißt, wusste ich gar nicht. Was ist der eigentlich? Unlichtwasser, oder? Der verliert nicht Wasser, der verliert Flug. Egal. Oh, Top-Genesung.
denn? Der ist, ja, der ist Unlicht. Deswegen ist der Knuddler gut. Aber ich habe Dunkelklaue gemacht. Aber er ist bestimmt Wasser und Licht. Schon wird, dass sie da dann wieder die Megas nutzen, aber die Primals nicht. Ja, das habe ich gestern auch gesagt. Es gibt anscheinend Proto, Kyogre und Groudon, aber die Kämpfer setzen nicht Proto ein. Hast du Typ 0 so behandelt wie Fluffeluff? Dann hätte sich schon längst entwickelt. Ne, ich habe tatsächlich Typ 0 bisher sehr gut behandelt. Es ist einmal gestorben, aber da war es noch auf 0. Deswegen hat es, glaube ich, nur Positives bisher bekommen. Es ist noch nie draufgegangen, Typ 0. Hat 2 Massagen gekriegt. Hallo Daniela. Wie viele Ordnungen hast du jetzt? Ich habe sehr viel Ordnung. Ja, das Spiel ist durch. Das ist Endgame-Content. Und ich weiß nicht mal, ob ich diesen Endgame-Content machen muss. Okay, ich habe den blauen Schalter benutzt und er benutzt Evel-Teil dann. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, im nächsten Spieldurchgang, wenn ich das hier machen muss. Ich mache das nicht nochmal. Aber ich glaube, ich muss es nicht machen. Aber dann würde ich den anderen Schalter betätigen. Aber ja, wahrscheinlich. Es wäre logisch, wenn er dann je nach Schalter... Evel-Teil ist Fee... Nur Fee. Nur Fee. Amphira. Für mich ist Evel... Achso, Evel-Teil. Ah, ich habe Xerneas gedacht. So ein Quatsch. Egal. Für mich ist Xerneas Fee-Pflanze. Aber wer auch immer das entschieden hat, es ist nur eine Fee. Und das ist, glaube ich, Flugunlicht. Ich mache trotzdem jetzt... Weiß nicht. Matschbomben. Du hast es beim zweiten Spielen auch nicht gemacht. Also, es ist hinter dieser Rocket Story nicht irgendein einzigartiges Pokémon versteckt. So, Evel-Teil muss Flug sein. Gibt's eigentlich ein Unlicht-Psycho-Pokémon? Warum zweimal hintereinander funktioniert Steinkante nicht? Warum habe ich nichts? Okay. Ich will nicht, dass ich mit wegen Vergiftung gewinne. Hätte ich doch nur Z-Kraft sofort gemacht. So, wir übertreiben es jetzt ein bisschen. Wir sind heute Mittag wieder... Kaffee holen gegangen, sind am Meer entlang gegangen und oh mein Gott. Der komplette Strand, die komplette Ebbe quasi, war voll mit Quallen. Alle am Verrecken. Also wir haben locker, als wir den Weg zum Café gegangen sind am Strand, sind wir locker an 100 Quallen, gestrandeten Quallen vorbeigegangen. In allen Größen und Farben. Und ich glaube, Rosa hat dann gesagt, also in Animal Crossing ist immer am Ende des Sommers das große Quallen, da kommen ganz viele Quallen in Animal Crossing ans Meer. Und vielleicht ist es sogar echt, also vielleicht beruht es auf die echte Welt, auf der echten Welt, dass Ende des Sommers extrem viele Quallen existieren am Strand. Ganz viele Iskalas und Calamaneros. Das sind aber keine Quallen. Achso, Iskala und Calamanero sind Psycho-Unlicht. Stimmt. Und nicht Wasser. Noah Knight Raven, du bist ein Tangolos. So ein Paarungsding, ja. Aber die Menschen haben, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die alle angeschwemmt sind und draufgehen. Ich meine, die Beach existiert auch ohne uns.
Diese Kraft in dir, du hast etwas, was du beschützen willst. Ich verstehe. Geh schon, betätige den zweiten Schalter. Okay, Welt retten oder Lilly mit der Welt untergehen lassen? Welt retten und somit auch Lilly retten? Oder die Welt untergehen lassen und somit auch Lilly nie wieder aushalten müssen? Okay, bye. Das geht. Ich kann komplett rausgehen. Ja, aber das Ding ändert sich nicht dann. Rot nennst du das? Das ist orange. Damit hättest du die ultimative Waffe gestoppt und deine Welt vor dem Untergang bewahrt. Und du selbst kommst einen weiteren Schritt voran. Wer weiß, welchen Weg ich eingeschlagen hätte, wenn ich schon früher einem Trainer wie dir begegnet wäre. Nein, ich werde mich niemals verändern. Wenn auch nur der Hauch einer Chance besteht, der Welt zu wahrer Schönheit zu verhelfen, dann werde ich diesen Weg weiterhin folgen, egal um welchen Preis. Aber, du definierst den Weg selber und dein Weg ist voller Tod und Verderben. Auch schön zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der einen Namen von einem Pokémon hört und als erstes versucht, den Typen zuzuordnen. Iskala und Calamanero sind sind Tintenfische. Warum zum Teufel sind die nicht Wasser? Ich meine, ich finde es auch cool, dass es mal nicht Wasser, Unlicht oder Wasserpsycho ist, okay. Dass es nicht das Offensichtliche ist. Aber wie kann Tintenfisch nicht Wasser sein? Also wie Lugia. Lugia ist kein Wasser. Das ist so ein... Der Gott der Meere ist kein Wasser-Pokémon. So, ich bin rechts gegangen. Sollen wir uns heilen? Wir heilen uns. Wie, Kloptopus ist kein Wasser. Ist Kloptopus nur Kampf? Und Kaokto ist dann Kampf? Kampf? Das wäre mir interessant als Gimmick. Doppel-Type. Also es gibt nicht nur Kampf-Stahl, sondern Kampf-Kampf und Stahl-Stahl. Was, ich weiß nicht, ob das cool ist. Giratina ist auch kein Unlicht-Pokémon. Was fällt dir ein, diese Schandtat in meine Erinnerung zu rufen? Luag ist kein Drache. Das ist etwas, was mich gar nicht stört. Glurak muss kein Drache sein, finde ich. Aber er ist ein Drache. Aber als Drache wäre er viel zu mächtig. Warum funktioniert Steinhagel nicht? Ist Steinhagel nicht eine Attacke, die funktioniert bei Flug? So wie Donner? Oder war das Steinwurf? Es hagelt Steine. Wenn du nach oben gehst, ändert es gar nichts. Hä, ich dachte, Steinhagel ist wie Donner, dass es bei Flug funktioniert. Nicht, dass ich das gerade taktisch angewendet habe deswegen, aber genauso wie Erdbeben und Schaufler nicht durch Schwebe geschützt werden sollte. Katapult wird bei Flug. Okay, macht auch Sinn. Aber Steinhagel auch. Ein Steinwurf und alles, was mit Wurf zu tun hat. Oh Gott. Das Silphco-Rätsel. Oder eigentlich die Art von Rätsel, die in jedem Pokémon-Spiel vorkommt, oder? Aber in Sonne und Mond kam es bisher noch nicht vor. In XY gibt es auch so eins. Oder gab es in XY ein Rätsel mit so Schiebe, mit so Redigplatten? Es gab in dem einen in der Pokéballfabrik gab es so Bänder, aber das waren Bänder und keine Drehdichtkreise. Aber sonst gab es bisher, glaube ich, immer so Drehdichtschalter. Du hast vollkommen recht, Flare HQ, ja. Am Ende, wo man so ewig viele Schalter betätigen muss. Und so viele Gegner besiegen muss. Ja, stimmt. In jedem Pokémon-Spiel gibt's sowas. Ich will zu dem Pokéball.
Ah, da. Okay, easy. Schauen, wie hart das wird. Weil Slivko, wie heißt ja eigentlich Slivko, ne? Slivko in Gen 1, das war schon hart. Vor allem, weil es irgendwie 20 Stockwerke hatte. Aber hier ist es halt nicht schwer, weil du siehst alles. In Gen 1 hast du vielleicht 4 Felder weit gesehen und dann hast du keine Ahnung, wo es hinführt. Beziehungsweise war ein Teleporter noch viel schlimmer. Warte, hier, da. Okay, da. Ist hier ein Item? Da. Item. Okay. Heute schaue ich zu und halte meine Klappe. Ah, meine Lieblingszuschauer. Zuschauen und die Klappe halten, ich liebe sie. Hallo Andi. Alles gut. Vielleicht bin ich heute nicht so gereizt. Sylph. Sylph ist aber dümmer. Sylph klingt besser. Sylphco. Wie kann Pokémon nur so unlogisch sein? Man muss halt abwechseln. Man muss halt die Leute überraschen. Du willst einen Drachen? Hier hast du einen Drache. Willst du, dass er Drache ist? Nein, es ist kein Drache. Es ist nur eine Flugechse. Die Feuer spucken kann, aber es ist kein Drache. Du willst einen Tintenfisch? Hier hast du ihn. Ach, du denkst, er ist Wasser? Nein. Du willst den Gott des Meeres? Typ Wasser? Vergiss es. Typ Psycho. Gibt's einen Vogel, der nicht Typ Flug ist? Weil wenn sie das schon so krass machen, von wegen, hier, wir haben Wassertiere, die kein Wasser sind, dann muss es ja auch Vögel geben, die keinen Flug haben. Aber ich glaube, es gibt... Ich meine, es ist klar, es gibt schwebende Pokémon, die kein Flug sind. Aber gibt es irgendein Flug-Pokémon, was eindeutig wie ein Vogel aussieht, was aber nicht den Typ Flug hat? Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt sehe ich tatsächlich nicht, wo es hinführt. Ich schätze mal, ich muss dahin. Also gehe ich... was? Da. Nope. Da. Nope. Da. Ich geh mal nach da. Okay, Sackgasse macht aber nix. Ah ja, so. Aber dann werde ich direkt in das Ding reingemacht. Aber dann kann ich einfach zurückgehen. Okay, mache ich so. So. Und so. Stopp. Zählen die ganz dicken Taubsis dazu, die nicht fliegen können? What? Das ist ein Elektroball, was da links ist. Oder das hier ist ein Elektroball. Okay. Ich sag, das, was da links ist, ist ein Elektroball. Es gibt keinen Grund, warum da jetzt auf einmal ein Item liegt. Okay. Gibt's hier eigentlich auch versteckte Items? Ich glaube, ich habe noch kein verstecktes Item gefunden. Vielleicht sind die versteckten Items die, die extrem hell leuchten. Diese glitzernden Stellen. Galaporenta und Lauchzolot. Lauchzolot. Galaporenta ist nicht Flug? Porenta-Flug? Ich meine, vielleicht ist Galaporenta Only Kampf. Ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vogel. Aber es sieht auch wie ein Vogel aus, der nicht fliegen kann. Es sieht wie eine Ente aus. Eine Ente können fliegen. Aber irgendwie finde ich es nicht schlimm, dass es nicht Flug ist. Bis jetzt ist jedes Hyp nur von einem Erdbeben zerstört worden.
Silvaro ist kein Flug, stimmt. Ich reg mich die ganze Zeit über Silvaro auf. Und dann denke ich nicht an Silvaro. Silvaro ist kein Flug, ja. Aber ich finde auch cool, dass es Pflanze Geist ist. Und Pflanze kann es nicht verlieren, weil es ein Starter ist. Und Geist wäre ja uncool, wenn es es nicht kriegen würde. Deswegen irgendwie ist es die einzige logische Konsequenz, dass es Geist-Pflanze ist und nicht Geist-Flug. Oder Pflanze-Flug. Aber es ist trotzdem verdammt seltsam, dass eine Eule kein Flug-Pokémon ist. Solgaleo auch dumm, das Pokémon der Sonne hat eine Feuerschwäche mit Stahl. Du weißt ja nicht, ich meine, ist nicht die Sonne, wenn man ein fettes Mikrofon auf die Sonne richtet, ist die Sonne nicht saulaut? Vielleicht sind es die Schmerzensschreie, weil die Sonne selber sich die ganze Zeit wehtut. Und das ist halt Solgaleo auch. Solgaleo ist die Sonne, aber kann sich selber wehtun mit Feuer. Und die Sonne, unsere Sonne auch, schreit die ganze Zeit, ah, ich explodiere. Ich bin dumm, hier aufzureden. Ich finde Sleffe auch besser als Selfe. Ich finde Selfe allgemein ist ein sehr dummer Name. Selfe. Selfe. Was ist denn das für ein Name? Seife? Aber Sleffe finde ich nicht viel besser. Ab welcher Gen haben die Starter einen zweiten Typ bekommen? Gen 1. Lurak ist Flug Feuer. Schon immer. Ja, dass Libeldra Drache Boden ist, ist auch komisch, dass es keinen Flug hat. Aber dem kann ich noch verzeihen, weil ein Drache ist irgendwie automatisch etwas, was fliegen kann. Ich meine, Seedraking kann nicht fliegen und es ist ein Drache und es gibt viele Drachen, die nicht unbedingt fliegen können. So ein Tortonator, aber trotzdem, ich finde Drache, solange es Drache ist, kann man einen Flug weglassen. Und irgendwie soll ich das jetzt hier weitermachen? Okay, ich will was anderes. Aber was? Aber was? Aber was? Ich habe nichts gegen Arbok. Bibo hat auch Flügel. Ja, okay. Aber es gibt viele Käfer, die keinen Flug sind. Ich finde, wenn du ein Käfer bist, kannst du auch Flug weglassen, weil es ein Käfer ist, der... Käfer können fliegen. Mantips und Mantax auch wild mit dem Flugtypen. Aber das ist cool. Eigentlich komisch, dass es bisher noch keine Flugfische gibt. Es gibt ja diese Flugfische, die tatsächlich Flügel haben und dann so kurz aus dem Wasser rausfliegen können. Die sollten doch irgendwie auch mal in Pokémon existieren. Und deswegen, es gibt diese Aufnahmen von Mantas, die aus dem Wasser springen und so nicht fliegen, aber halt krass hoch springen. Das finde ich schon cool, dass sie Mantax den Typen Flug gegeben haben. Was ich gar nicht wusste. Gyarados ist Typ Wasserflug. Ja, und da finde ich krass. Aber vielleicht waren die Spiele einfach limitiert bis dahin. Das erste Mal, dass wir wirklich Gyarados haben fliegen sehen. Also wirklich fliegen sehen. Im Kampf schwebt es zwar auch vor uns und plätschelt nicht auf dem Boden rum. Aber war Legends Arceus. Oder? Das war das erste Mal. Dass du wirklich gesehen hast, oh fuck, Luraks können fliegen einfach. Die sind nicht einfach wie jedes andere Pokémon, wie jedes andere Wasser-Pokémon, was an Land ist. Die schweben leicht über dem Boden. Nein, Lurak ist einfach eine fette, riesige, fliegende Schlange. Aber ich glaube, Legends Arceus war das erste Mal, dass man das wirklich gesehen hat. Aber wo hätte man es sonst sehen können? Aber sie hätten hier in Gen 7 zum Beispiel irgendwo am Horizont ein Gyarados rumfliegen lassen können. Warum macht dieser kleine Rüpel mich jetzt hier irgendwie fertig? War da nicht auch was, dass Lurak die Attacke Fliegen nie lernen konnte mit Flügeln und Gyarados konnte Fliegen lernen ohne Flügel? Ich glaube, Gyarados kann nicht fliegen. Aber Sichlor kann nicht fliegen, glaube ich. Obwohl es groß genug wäre und Flügel hätte. Latios und Latias können auch fliegen. Ja, die sind Psycho, die schweben mit ihrem Kopf. Die sind einfach Mentalisten. Die
Die heben sich selber hoch mit mentalen Kräften. Garados kann nicht fliegen lernen, glaube ich. Oh, Typ 0, Typ 0. Komm, komm, komm. 6 Level reichen aber bestimmt nicht. Nee. Ah, soll ich jetzt diesen Kampf wagen? Ich weiß gar nicht, gegen wen. Mit 4 Pokémon. Ich will nicht wieder... Ich habe keine Beleber. Doch, ich habe noch Beleber. Ich habe genug Beleber. Alles kann fliegen. Ihr müsst es nur hoch genug schmeißen. Genau, die chinesischen Drachen können auch nicht, ja. Wie Shenlong. Shenlong hat auch keine Flügel und kann bestimmt fliegen, oder? Kann Shenlong fliegen? Oh mein Gott, es ist Cyrus. Cyprus. Nee, wie heißt er? Cyrus. Und du bist... Er sieht nicht so aus, als würdest du zu Team RR gehören. Mein Name ist Cyrus. Cyrus. Ich möchte dich etwas fragen. Diese Welt, in der ich mich befinde, ist das eine neue Welt? Keine Ahnung, Bro. Ich bin nur 12? Ich glaube, die sind hier 12, die Kinder. Ich spüre Emotionen in dir. Keine Ahnung. Ich spüre Emotionen in dir. Dein Herz sehnt sich danach, etwas oder jemand zu beschützen. Dann ist auch diese Welt nicht der Ort, nach dem ich suche. Mit Hilfe der Kräfte jener Pokémon, die über Zeit und Raum gebieten, habe ich bereits eine vollendete Welt erschaffen. In dieser Welt schweigt das Herz, es existieren keine Emotionen. Doch dann wurde ich von einem gigantischen Schatten verschlungen und hergebracht. Von einem riesigen Schatten wurdest du verschlungen? Hä, warum sollte Giratina ihn hierher bringen? Wenn, dann wurde er zufällig von Giratina verschluckt und dann wurde er zufällig, also nicht zufällig, aber dann wurde er zufällig hierher gebracht, während er von Giratina gefressen wurde. Darf ich fragen, was für ein Pokédex du da bei dir trägst? In dieser Welt steckt also selbst in deinem Pokédex ein Pokémon. Hä? Gen 4 hat Rotom eingeführt. Wie, sag mir nicht, vielleicht gibt's in seiner Welt kein Rotom, aber hä, hast du schon mal was von Rotom gehört? Warst du nicht in der alten Villa und hast Rotom aus dem Fernseher geholt, Cyrus? Unglaublich. Ich bin da, um Pokémon-Trainern auf ihrer Reise zur Seite zu stehen. Das hat der Pokédex gesagt, nicht Cyrus. Aber Rotom war ein sehr seltenes Pokémon in Gen 4. Es kann halt sein, dass es in Gen 4 so selten war, dass es eigentlich keiner kennt. Es gab ja wirklich nur ein einziges. Trotzdem, komisch. Sogar du wirst also von Emotionen gesteuert. Doch das alles kommt zu spät. Was ich in Bewegung gesetzt habe, lässt sich nicht mehr aufhalten. Ob in dieser Welt oder in einer anderen. Ich werde unvollendete, wankelmütige Herzen wie deines von ihrem Antlitz tilgen und sie so vollkommen werden lassen. Aber wenn du von Giratina verschluckt wurdest, dann wäre es jetzt unlogisch, wenn du Giratina selber dabei hast. Aber wahrscheinlich hast du Giratina als letztes Mon. Wie töricht. Ich kenne die Wahrheit und lasse nicht zu, dass sich ihr jemand in den Weg stellt. Geil ist, wenn er Zwiewelt ist. Zerwelt Giratina hat. Vielleicht hat er auch Palkia oder Dialga. Ach stimmt, die haben echt alle Meisterbälle. Das ist schon ein komisches Detail, was auch nicht wirklich Sinn ergibt. Oder sagt quasi Game Freak, die Bösewichte sind alle so böse, dass sie sich unendlich viele Meisterbälle leisten können? Die sind so reich, dass sie einfach alles nur in Meisterbällen fangen? Und Dämon, du bist... Oh, weg. Mir fehlt ein Pokémon. Die hatten bis jetzt alle nur 5 Pokémon und nicht 6. Ja gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben stark. Die Feuerattacke gegen mein Boden-Pokémon, hallo? Irgendwie schon, die haben doch alle einen geklaut, um ihn zu reproduzieren. Genau, also ja. Das könnte die Andeutung sein, dass sie einfach... Moment, warum geht Knuddler nicht? Wegen Feuer? Ich mach's trotzdem. Oh, der scheint jetzt aber... Habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert. Der scheint nämlich echt ein bisschen stark zu sein. Vielleicht, weil sie niemand aufgehalten hat, haben die alle unbegrenzten Zugriff auf Meisterbälle. Hm.
Maybe. Haha. Hallo Shinra. Nasknet muss mit Donnerstein entwickelt werden und bekommt mit Voluminas den Typen Gestein-Stahl. Hä? Wo ist der Sinn? Echt? Hä? Nasknet entwickelt sich mit Donnerstein? Nein. Sicher? Kramchef. Das hatten wir gerade schon, Kramchef. Ich meine, man kann sagen, Nasknet ist ein Magnet und Magnet hat was mit Elektrizität zu tun und deswegen. Komm, lass mich zuerst. Hey. Ein kleines Kostüm ist schneller als ein fetter Rabe. Eben, ich dachte, du musst zu einem magnetischen Ort hingehen. Somit hat es ja so hat's angefangen mit Nasknet. Du gehst zu einem magnetischen Ort und dann entwickelt sich's. Aber inzwischen ist es Donnerstein. Hm. Wegen Elektromagnetismus, exakt. Hallo Benny. Okay, Hundämon hat mir kurz Angst gemacht. Zeigt euch Voluminas auch immer nach Norden? Nee, ne? In Legends Arceus, dieses fette Voluminas, ist einfach umgedüst, wie es Bock hatte. Können Nasknet dann immer, wenn sie jetzt irgendwo hingehen wollen, nach Süden müssen sie rückwärts gehen. Ist echt lustig. Oder sie gehen nie nach Süden, sondern sie gehen immer nur dahin, wo sie hinzeigen. Und wenn sie sowas nach Ess zu essen suchen, das Essen ist nur um ein Grad weiter links, sind sie so, fuck, ich muss am Essen vorbeigehen. Snibunna. Snibunna müsste doch... Ah ne, Snibunna ist schon Eis und Licht. Oder ist Snibunna nicht mehr Eis und Licht, sondern Eiskampf? Ich mach mal Amphira. Es gibt ja auch den Magnet, oder? Als Item, ja. Einfach den zum Tragen geben und dann entwickelt sich Nasknet. Es wird viel mehr Sinn ergeben, ja, als Donnerstein. Oder wir kennen die Lore nicht von Nasknet. Habe ich eigentlich keine Feuersturm-TM? Ist Feuersturm nicht so viel geiler? Ich glaube, es ist aber nur 90 oder 80 Genauigkeit Feuersturm. Palkia, es hat kein Giratina. Ich hätte es auch unlogisch gefunden, wenn es verschluckt wird, wenn er verschluckt wird von Giratina und dann Giratina selber als Pokémon hat. Was passiert, wenn du von einem Pokémon verschluckt wirst? Wie Wailord zum Beispiel. Dann bist du innen drin und schmeißt einfach den Apfel gegen die Innenwand seines Magens und dann stülpt es sich so von innen nach außen in den Pokéball rein. Das sind alles Fragen, die Game Freak uns noch nicht beantwortet hat. Palkia ist... Moment. Palkia ist Wasserdrache, ne? Und Dialga ist Stahldrache. Palkia ist Wasserdrache. Ich glaube. Mimik mal los. 85% Feuersturm. Ja. Das ist auch etwas, was ich als Kind oder bevor ich angefangen habe zu streamen, Pokémon zu streamen, was mir immer egal war. Ich habe immer nur auf die stärkste Attacke einfach. Ich habe immer die stärkste Attacke ausgewählt, also Feuersturm, Blizzard, Donner und sowas. Mir war Genauigkeit immer egal. Und inzwischen, seitdem ich ein bisschen besser verstehe, wie man kämpft, auch noch nicht gut, aber besser, gehe ich nur noch auf 100% Genauigkeit. Weil es gibt nichts Nervigeres, wenn dreimal hintereinander eine Attacke einfach nicht zündet. Wow. War das der erste Surfer im ganzen Spiel? Warum ruckelt das... Immer wenn es ruckelt, wird ein Shader geladen. Ich glaube, es war der allererste Surfer im Spiel, den ich je gesehen habe. Okay, Donarion. Kleiner Donnerblitz. Oder ist Drache... Drache und Elektro. Ein kleiner Donnerblitz. Umschlag, ja. Übertreib. Ja.
Oh oh. Immer Eiseskälte, ja, und Guillotine und Hornbohrer. Nur solche Attacken, bitte. Komm, Amphira ist schneller. Amphira, du bist schneller. Amphira ist so schnell. Bye. Oh, Typ 0 liebt mich. Ich meine, Typ 0 sitzt auf der Auswechselbank und guckt uns zu. Es ist so ein kleiner Cheerleader mit so Pimpems und ist die ganze Zeit, yay, yay, Leo, go. Und das Team, das ist so froh. Man kriegt so richtig viel mit und sowas. Es darf nie kämpfen, aber es... Der Kampfgeist von Typ 0 muss so immens sein. Es liebt mich. Leo ist zu allen Pokémon nett. Fluffeluff so komplett verprügelt in der Ecke. Ich verstehe. Du kannst beruhigt sein, Rotom. Ich werde deine Welt verschonen. Es gibt bereits eine vollendete Welt, die meinen Idealen gerecht wird. Ich sollte zu ihr zurückkehren. Aber vorher möchte ich dir diesen Schlüssel überreichen. Heißt es, ich hätte den Schlüssel jetzt von dem rothaarigen Typen gekriegt, wenn ich den als letztes gemacht hätte? G-Schlüssel. Weil ich habe den G gefunden. Den G. Spiegeltür. Das heißt, ich wurde ja gestern gespoilert. Das heißt, der letzte Trainer kommt jetzt noch davor. Und dann kommt erst Giovanni. Ja, ja, ich muss so oder so alle machen, ja, ja. Aber vielleicht hätte ja dann der Rothaarige mir den Schlüssel gegeben. Der G-Schlüssel ist kaputt gegangen. Warum habe ich den Schlüssel gekriegt, wenn ich sowieso da nicht hingehen kann, ohne ihn zu besiegen? Der Schlüssel war so unnütz. So ein Item, was einfach... Was ich buchstäblich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte behalte. Okay. Bin sehr gespannt auf Giovanni. Giovanni hat einfach Rizeros. Das war's. Moment, hat Giovanni Mewtwo? Wahrscheinlich hat Giovanni Mewtwo. Okay. Lilly. Sinnoh, Leo, die Spiegeltür hat sich geöffnet und das Warp-Feld ist jetzt aktiviert. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Lass mich zuerst deine Pokémon heilen. Auf geht's. Hallo, Linus. Er auch noch? Fucking der... Heiler, der Retter unserer Welt, Jesus von Nazareth. Welche Bosse habe ich verpasst? Ich habe gerade Cyrus und Flordelis besiegt. Also Mega Garados und was hat er? Iveltal und Cyrus hatte Palkia. Die Tür zum innersten Bereich ist sperrangelweit geöffnet. Die Bosse aus den anderen Welten sind mir eine weit geringere Hilfe als erhofft. Wer sind sie, wenn ich fragen darf? Und wie geht es meiner Mutter? Mutter, ich gebe wohl recht der Annahme, dass es sich bei dir um das werte Fräulein Tochter der Präsidentin handelt. Mein Name lautet Jesus. Und ich stehe Team Plasma vor. Ich wurde aus einer anderen Welt in die hiesige gerufen, genau wie die Bosse, die auf eurem Weg... Das finde ich ein bisschen immer komisch, das reißt einen so ein bisschen aus der Welt raus, finde ich, dass sie sich selber Bosse nennen. Wobei Bosse, ich lese Bosse im Sinne von Endboss in einem Videospiel, aber tatsächlich, wenn du von einem Boss redest, redest du ja auch von dem Leiter einer Gruppierung, der Boss. Irgendwie komisch, Bosse zu lesen. Ach, vielleicht meinen sie auch Bose. Sei indes unbesorgt, mein Kind. Deine Frau Mutter schläft weiter hinten ganz wohlig und behaglich. Sie ist tot! Nichts da. Gehen Sie mir aus dem Weg. Hier und jetzt findet eure Reise ein jähes Ende. Ich lasse euch keinen Schritt weiter. Ich habe mir lange das Hirn darüber zermartert, welcher Schicksalsfügung mein unfreiwilliger Aufenthalt in dieser Welt wohl geschuldet sei. Und siehe da, endlich weiß ich, welche Bestimmung Fortuna mir zugedacht hat.
Ich wurde dazu auserkoren, von einer Welt in die nächste zu reisen und die Pokémon vom Joch ihrer schmachvollen Knechtschaft. Oh, ich hasse Gen 5 dafür, dass sie diese schrecklichen Texte haben, die nicht lesbar sind, weil der mit so einem geschwollenen Deutsch, Englisch, was auch immer redet. So würde sich die Macht über alle Welt in meiner Person vereinen. Doch um meinen ehrgeizigen Plan Wirklichkeit werden zu lassen, benötige ich eine willfährige Marionette. Sag doch willig und nicht willfräge. Was? Und ich glaube, diese im Boss von Team Rocket gefunden zu haben. Einem Mann von purer Boshaftigkeit. Gelingt es mir, ihn zum König zu machen, gleich einer Schachfigur in meinem perfiden Spiel. So würde ich über allem thronen, was keucht und fleucht. Ich würde Herrscher über das Leben selbst werden. Denn Menschen mit ihren ach so leicht durchschaubaren Absichten und Zielen sind um ein Vielfaches leichter zu manipulieren als ein Wesen, dem jedwede Form menschlicher Emotionen fremd ist. Ihr werdet gewiss Verständnis dafür haben, dass ich nichts dulden kann, was meinen Plan durchkreuzen könnte, diesen Mann zum König zu machen. Wollt ihr euch mir dennoch in den Weg stellen? Nun gut, ich habe euch gewarnt. Wer es wagt, sich mir in den Weg zu stellen, wird vernichtet und in alle Winde verstreut. Lepra, Witz hier einfügen. Höret, höret! Thyeth. Genau, jetzt den Text von Jesus auf Hebräisch, bitte. Ach, auf Bayerisch? Das schreibt man mit Y. Ich dachte, du meinst Hebräisch. Das wäre aber auch lustig. Als Zehnjähriger würde ich nichts verstehen. Ich meine, ich verstehe es schon, aber es ist so... Es ist nicht unnötig, weil es passt zum Charakter, so zu reden, selbstverständlich. Aber das vorzulesen ist so anstrengend. Jesus war trotzdem der beste Boss so far, meiner Meinung nach. Ich mag ja Team Yell. Nein, ja, also Schwarz-Weiß 1 und vor allem 2 ist mega geil wegen N, der dann die Seiten wechselt und dann ihn besiegt als sein Vater, Ziehvater oder was auch immer. Das ist schon geil. Und ich mag auch sein Design mit diesem... Es ist ja schon so ein mechanisches Auge, glaube ich. Ich glaube, im Schwarz-Weiß 2 sieht man, bis es so ein mechanisches Auge ist. Der ist schon cool. Es war nur so anstrengend, die Story zu lesen, weil alle so geschwollen reden. Bin heute vom Fassadengerüst gesegelt wie so ein Schwalbini. Aki Schmaki, geht's dir gut? Liegst du noch da unten? Und hast als erstes dein Handy rausgeholt und... in Leos Mind-Chat zu schreiben, dass du gerade vom Gerüst gefallen bist? Wie, du bist vom Fassadengerüst gesegelt? Wie? Klar, magst du Team Yell, dein Char sieht ja in Gen 8 aus wie Mary. Ja, aber Mary selber mag ja nicht ihr eigenes Team. Der ist es ja unangenehm, dass alle ihr hinterher rennen. Bayerisch schreibt sich doch nicht mit I, oder? Weil jetzt verwirrst du mich. Bayerisch. Bayerisch. Oh mein Gott, man kann es auch mit I schreiben. Bayerisch, die bayerischen Mundarten. Man kann es auch mit I schreiben. Wow, bayerisch kann man mit I schreiben. Bajuwarisch, was ist das denn? Aber bayerisch mit I sieht sehr hässlich aus. Bayern. Zwei Etagen tief auf einen Balkon gefallen, knappe 5 Meter, hatte einen ordentlichen Schock, aber sonst nur Schürfwunden. Sicher. Bist du nicht mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen? Vergiss nicht. Eine Gehirnerschütterung kann schlimme Folgen haben, wenn du das nicht überprüfen lässt. Aber wenn du keine Kopfschmerzen hast... ist vielleicht okay. Aber wenn du Kopfschmerzen kriegst, würde ich sofort ins Krankenhaus gehen. Echt, na toll. Oh, das macht sogar Sinn. Du warst beim Arzt? Okay. Na dann. Hast du heute schon ein bisschen Action gehabt? Musstest du zu Ende arbeiten oder... durftest du nach Hause gehen danach? Ah, ist echt natürlich Gift. Oder Unlichtgeist. Nee, es gibt nicht so viel Unlichtgeist, Mons, oder? Kripuk gibt's doch. Ist die Kripuk nicht
Einzigartig? Ist es nur Geist? Nur Geist, Monogeist. Dann habe ich nichts. Ich mache trotzdem Erdbeben. Die Musik ist aber geil von Jesus. Ja, ich würde auch sagen, Jesus ist der coolste Bösewicht. Ich finde, Jesus ist auch, also ich mag allgemein Bösewichte nicht so, die keine Backstory haben. Aber Jesus hat eine Backstory. Aber sie ist nicht sehr nachvollziehbar. Giovanni hat eigentlich die unnachvollziehbarste Backstory, weil er einfach nur böse ist. Giovanni möchte einfach nur die Welt beherrschen. Was ein bisschen langweilig ist, aber Jesus hat um einiges mehr Story und ist einfach so grundtief böse. Hab kurz gedacht, ich sterbe, hab dann einfach Feierabend gemacht. Alter. Aber warum ist es passiert? Bist du einfach unvorsichtig gewesen und abgerutscht? Oder hat dich jemand geschubst? Oder... Schwebe von Trigefallo wirkt. Ja, ich hätte auch jetzt nicht unbedingt gegen den... Wo ist Trigefallo? Nee, der ist Unlichtdrache. Seit was ist das denn nicht mehr Unlichtgeist? Zubiris ist noch Geist und Licht. Nee, Zubiris ist nur Unlicht. Oder nur Geist? Es gibt, glaube ich, nur Krippuk mit der Kombi Geist und Licht. Deswegen ist Krippuk so schwer zu besiegen, weil es kaum eine Schwäche hat. Unlicht, Geist ist Zubiris. Also doch. Achso, okay. Zubiris war schon immer Geist und Licht. Genau, es hat nur eine Fehlschwäche. So wie der hier. Eine fette Fehlschwäche hat. Wo kann man in Usum gegen Jesus kämpfen? Wenn du das Spiel durchspielst, gibt es eine Endstory mit allen Bösewichten aus bisherigen Spielen. Ist ziemlich cool. Also ich bin ins Nichts getreten, weil ich nicht aufgepasst habe. Uff. Ich frage mich so oft, wenn ich an so riesigen Baustellen vorbeigehe. Hier ist auch eine riesige zurzeit in der Nähe. Und ich denke mir da immer, also die haben ja dann wenigstens so als Stoffwände, wo du dann wenigstens nicht sofort runterfliegst, weil alles mit Stoff umhüllt ist. Ich denke mir so oft so, wie könnt ihr da in 100 Meter Höhe einfach rumlaufen? Ihr müsst doch alle irgendwie gesichert sein. Nope, wahrscheinlich nicht. Das. Hallo, Evil Sam. Ich finde immer noch, Darkrai sollte Geist oder Geist und Licht sein. Ja, Darkrai sollte definitiv Geist sein. Genau wie Giratina definitiv Unlicht sein sollte. Und Lugia Wasser. Die Legis und Mystischen haben schon echt manchmal mies abbekommen. Oh Gott. Was war das? Wie geht's? Liebe deine Originex-Videos. Ah. Rosalina. Hallo. Dankeschön. So, was hast du jetzt? Hast du echt Zekrom? Echt na toll. Achso, den haben wir noch nicht besiegt. Musik ist sehr geil. Ist das die gleiche Musik, die er auch im originalen Kampf hatte? Bestimmt. Gen 5 war schon genial. Gen 5 ist schon Top 3 der Pokémon-Spiele. Es war einfach so erwachsen auch. So hart und so düster.
So gut. Ich meine, ich habe das falsche Pokémon eingesetzt. Das wollte ich nicht. Egal, Knische. Ach komm. Das sind Remakes. Ja. Warum ist das so schlecht? Oh, ich habe keine Schwebe jetzt mehr. Auch lustig. Was mich jetzt so ein Echnatal fertig macht. Ist mir egal, ist mir egal. Ich bin Special-Angreifer, ist mir egal. So, ich sage, er hat... Keine Ahnung. Zekrom. Reshiram. Okay. 50-50. Was ist Reshiram? Elektro-Drache, ne? Komm, mach mir aus Spaß Schaufler. Mit Donarion. Ich mag auch Echnatol, aber ich finde Ochnatol cooler. Also Galar. Das Galar, Mann. Du bist doch Elektro, oder? Alles andere ist Feuer. Oder bist du Feuer? Bist du Feuer? Aber es ist... Nee, Zekrom ist Elektro. Reshiram ist Feuer. Andersrum. Ich habe mir gerade dieses Bild da vor Augen gehabt, wie Reshiram durch den Himmel fliegt und dann so Ultraschall buff macht und es sah aus wie so eine elektrische Explosion hinten. Aber ja, es ist Zekrom, der Schwanz voller Elektro ist und Reshiram voller Feuer. Ja, ne, wie immer. Ach, jetzt bist du Feuer wieder. Jetzt ist Mimikmas Knuddler wieder nicht geil. Aber dafür kann ich Amphira machen. Kriegt Feuerangriff ab, bist du Feuer? Hä? Hallo? Es muss nicht Feuer sein, nur weil es eine Feuerattacke kann. Ich habe auch Drache und bin kein Drachen-Pokémon. Also, Amphira ist schon schnell, wenn es schneller als ein Reshiram ist. Ja gut, das wird jetzt eng. Aber er hat schon seine eine Top-Genesung benutzt, also vielleicht hat er nur eine. Und in Gen 5 haben die Arenaleiter gegen die Schurken geholfen. Storymäßig ja. Aber in Gen 5 gibt es auch eine der dümmsten Stellen in ganz Pokémon, das habe ich glaube ich gestern schon gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialog, aber es war so, wo man in diesem Eisfach ist und da einen von denen findet, von diesen Kuttenmenschen und dann den verhaftet. Und dann sagt der Kuttenmensch zu diesem Cowboy-Arenaleiter, hey, ist doch nicht so schlimm, dass ich hier Verbrechen begehe. Und dann sagt der Cowboy-Arena-Leiter einfach so, ja, okay, dann lasse ich dich halt gehen. Und dann lässt er sie einfach frei. Obwohl wir sie bei Verbrechen erwischt haben und sie gefangen genommen haben extra und ich durch dieses Eisding gegangen bin. Und er lässt sie, also der Dialog sagt einfach, ja, okay, dann lasse ich dich halt gehen. Ich denke so, Arena-Leiter, Mr. Cowboy, was ist los mit ihm? Das war so dumm, die Stelle. Das ist so diese Stelle, wo sich alle gegen den Kopf fassen. Puff, klatsch, 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 klatsch. Ich frage mich, ob das dumm übersetzt worden ist. Ja, weil es ist wirklich... Also auf Deutsch übersetzt war es einfach... hey, ich habe keinen Bock, mit dir mitzukommen. Ich weiß, ich habe ein Verbrechen begangen, aber... Und dann sagt der andere, ja, okay, dann lasse ich dich halt gehen. Hä? Sie haben verloren, treten Sie jetzt zur Seite. Sei still, du törichtes Gör, schweig. Schlag sie. Oh mein Gott, er hat sie geschlagen. Du Dummkopf, mich kann man nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar, ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Jetzt kommt N.
Wenn dir etwas am Leben dieses Mädchens liegt, dann lass sofort deine Pokebälle fallen. So 200 Pokebälle fallen lassen. Feigling, Elender. Leo, ich flehe dich an, hör nicht auf ihn. Halt dein faulautes Mundwerk und sei still. Ist das nicht so schwer zu verstehen? Ist das so schwer zu verstehen? Nanu, was wackeln deine Pokebälle denn so? Hey, ich bin nur froh, dich zu sehen, Jesus. Ob es wohl darin liegt, dass die Pokémon darin vor Wut zittern? Wie dem auch sei, lass sofort deine Pokebälle fallen. Nie und nimmer! Hast du mir überhaupt zugehört? Oder bist du einfach zu dumm, um meinem Gedankengang zu folgen? Ey, jetzt mag ich ihn. Schau, jetzt redet er stinknormales Deutsch. Nun, somit lässt du mir keine Wahl. Das Schicksal des Mädchens ist besiegelt. Okay, es ist nicht N, aber es ist ein schneller, schneller Mensch. Wie ich sehe, bist du deinen Wahnvorstellungen treu geblieben, Jesus. Du! Jetzt wird er so durchteilt und die obere Körperhälfte rutscht so von ihm runter. Akromas einfach. Ach stimmt, Akromas ist auch aus Gen 5. Schön, dich wiederzusehen, Lilly. Wir sind uns im Labor ein paar Mal begegnet, erinnerst du dich? Kann der eigentlich mal aufhören, auf seinem Tablet rumzuspielen, wie so ein kleines 5-jähriges Tablet-Kind? Dieses Gepiepe im Hintergrund kommt von ihm, weil er auf seinem Arm rumtippt. Kannst du dich einmal kurz auf die Situation konzentrieren, Akromas? Ich freue mich natürlich auch, dir erneut zu begegnen, Leo. Der spielt doch eh nur Subway Surfer auf seinem kleinen Tablet da. Vier hatte mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr eventuell Hilfe benötigen würdet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber ich habe mich mit Hilfe des von mir entwickelten Akromaten unsichtbar gemacht und heimlich an eure Fersen geheftet. Jesus hat euch offenbar reichlich Probleme bereitet. Das hier ist allerdings nicht der Jesus, den ich kenne. Dieser stammt aus einer anderen Welt. Daraus folgt dann logischerweise, dass du der Akromaus aus dieser Welt hier bist. Dann erschließt sich mir indes nicht, was es dir bringt, meine Pläne zu durchkreuzen. Meine Güte. Ja, Akromas war auch böse. Also wir haben auch Akromas besiegen müssen in Gen 5. Es reißt mein Körper ein fort. Nein, ich schmelze. Das ist wie Spoink. Ohne Klicken hört das Herz auf zu schlagen. Es regt echt auf. Bip, 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 bip. Der Akromat ist zwar noch in der Testphase, doch ganz offensichtlich treten auch bei wiederholter Anwendung keine Probleme auf. Tja. Wen wundert's? Wurde ja auch von Meisterhand angefertigt. Vielen Dank für die Hilfe, Akromas. Was genau ist denn mit diesem Jesus gerade eben passiert? Um es allgemeinverständlich auf den Punkt zu bringen, ich habe den Dimensionskanal von Jesus so justiert, dass er wieder in seine ursprüngliche Welt zurückgeschickt wurde. Doch unterschätzt Jesus bloß nicht. Dieser schreckliche Mensch ist nämlich willens und fähig, seine wahnwitzigen Ideen in die Tat umzusetzen. Wollen wir hoffen, dass die herbe Niederlage, die er hat einstecken müssen, ihm eine Lektion in Sachen Demut erteilt hat und ihn in seiner eigenen Welt zu mehr Anstand veranlasst. Mhm. Wenn einer aufgibt, dann Jesus. Mhm, ja. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Lass mich zum nächsten. Ja, ja, ja. Wir müssen Giovanni besiegen und alles wird wieder gut. Kannst mich heilen? Akromas, der geheime Vater von Lilly. Stimmt, wir haben nicht wirklich... Ich sag immer noch, Bromli ist der Vater von Lilly. Weil Bromli ist schon sehr auffällig. Immer am Beschützen von Samantha. Hallo Redface. Endlich einer, der nicht aufgibt, wenn er keine Pokémon mehr hat? Ja, einfach das kleine Mädchen schlagen. Ich dachte, N kommt. Habe ich das gestern falsch gelesen, als das einer geschrieben hat? Ich dachte, wir kämpfen noch gegen N. Aber N ist ja eigentlich gut, aber in irgendeinem Universum ist er bestimmt nicht gut. Mutter! So, so. Man hat mir zwar gesagt, dass wir Eindringlinge haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich dabei um Kinder handelt. Die Bosse aus den anderen Welten wurden offenbar besiegt. Was ist eigentlich Pokémon für ein Beispiel, für ein Vorbild für Kinder? Was lernen Kinder hier? Dass sie sich gegen Erwachsene aufmüpfen können? Schon nicht gut, was die Kinder hier lernen. Lasst mal die Erwachsenen machen. Lasst mal den Giovanni machen, ey. Die Bosse aus den anderen Welten wurden offenbar besiegt. Ich hatte ihnen freie Hand gelassen, weil ich dachte, sie für meine Zwecke ausnutzen zu können. So viel dazu. Was euch betrifft, ich bin schwer beeindruckt, ihr seid tatsächlich weit gekommen.
Sie sind Team Rainbow Rockets? In der Tat. Team Rocket wollte mit Hilfe aller Pokémon die Weltherrschaft an sich reißen. Team Rainbow Rocket ist eine noch größere, noch bessere Organisation. Und ich bin Giovanni, ihr Boss. Mutter, geht es dir gut? Mutter. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder zu sich kommt. Ich habe sie mit der Kraft einer Ultra-Bestie, auch UB genannt, in diesen Zustand versetzt. Ach so, kürzen die jetzt Ultra-Bestie dauernd mit UB ab? Wenn sie aufwacht, wird sie mir eine treue Untergebene sein. Wie konnten sie nur? Team Rainbow Rocket wird über die ganze Welt herrschen. Wir werden eine Armee aus UBs aufbauen. UB ist schlimm. Ultra-Bestie ist nicht ein so langes Wort, das man es abkürzen müsste. Dafür brauchen wir die Aether Foundation und ihre Technologie aus einer anderen Welt. Doch Technologie ist nicht alles. Ich weiß auch deine Fähigkeiten zu würdigen. Nur wenige hätten es bis hierher geschafft. Ich mag starke Trainer. Sehr sogar. Möchtest du deine Stärke vielleicht Team Rainbow Rocket zur Verfügung stellen? Komm, sag ja. Ja. Yep. Ha, in so einer Situation sollte man keine Scherze machen. Typisch Pokémon. Merkwürdig, man sollte es nicht für möglich halten, dass sich mir ein Kind wie du in den Weg stellt. Und doch macht es mich irgendwie nostalgisch. Wenn du dich unbedingt gegen mich auflehnen willst, dann mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht! Jetzt wird interessant. Okay, der hat jetzt Mewtwo, Arctos, Zapdos, Lavados, Mew und ein Snobilikat. Mega Snobilikat wird jetzt vorgestellt. Okay, Diktri. Soll ich wechseln oder soll ich einfach... Ich denke mir immer, Erdbeben sollte so ultra effektiv sein gegen Diktri, weil ich einfach die Erde um ihn herum spalte. Ich habe übrigens noch nie Z-Kraft-Erdbeben gemacht. Noch nie. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Aber das ist jetzt der falsche Moment dafür. Ich habe auch nicht wirklich was gegen Diktri, ne? Nee. Ich mache Erdbeben, einfach weil es stark ist. Und dann hat er auch noch einen Kanto-Diktri, stimmt. Wo sind deine Haare hin? Also mein Charakter kennt ja gar keine normalen Diktris. Der ist so, wo sind deine Haare hin, Diktri? Nidoking. Interesting. Ich habe kein... Ich habe Psychomimikma. Aber ich kann auch Erdbeben machen. Erdbeben sollte auch sehr effektiv sein. Ich glaube, Boden gegen Boden ist nicht... Haben wir gerade gesehen. Nidoking ist so geil klein. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie klein Nidoking ist. Warum kannst du Nassschweif, ey? Wieso sollte dein Schweif nass sein? Stimmt, wir haben Kanto Mautzi, stimmt. Kommen wir nicht sogar aus Kanto? Typ 0, eine weitere Chance. Nidoqueen, okay. OG-Team, was er hat bis jetzt. Fehlt echt nur noch Rizeros. Ich glaube, ich habe noch nie einen Rizeros im Spiel gesehen. Surfer kann Nidoqueen, ey. Genau, genau, ja genau. Oh, ein Pampros. Macht ihn einfach fertig. Oh oh. Pampros, es war meine Ehre, du hast es fast geschafft. Ich meine, vielleicht setzt da Top-Genesung ein, dann hast du noch eine Chance, einen richtig guten Hit zu machen. Ey, Pampros, komm. Ein richtig High-Roll-Hit jetzt. Oh, Pampros. Es tut mir leid. Aber wenigstens hast du ihm den Top-Geneser entlockt. Gen 1 Pokémon können gefühlt alles. Das stimmt.
Was hat er denn danach noch? Also Rizeros. Wenn er wirklich ein OG-Team hat, dann hat er noch Snobilikat und Rizeros. Und dann halt noch, ich sag Mewtwo. Deswegen hätte ich doch nur Wasser. Ich habe kein einziges Wasser-Pokémon. Ja, Mi'kmaq, komm. Die haben alle ein bisschen Liebe verdient. Knuddel sie einfach, dann geben sie alle auf. Komm, sei schneller. Uff. Boom. Jetzt kommt Rizeros. Rihornior? Übertreib. Hallo, in Kanto gibt's noch kein Rihornior. In was für einem Kanto lebt er, wo der sein Rizeros zu Rihornior gemacht hat? Okay, das überrascht mich mehr als das Legi, was er wahrscheinlich gleich einsetzen wird. Er hat einfach Rihornior. Ich glaube, ich mache ehrlich gesagt jetzt einen Z-Knuddler. Das wird so unstark sein. Dieses Viech hält so viel aus. Es muss sich vorbereiten. Mi'kmaq muss sich vorbereiten. Ey, so lange hat es noch nie geladen, die Attacke. Mi'kmaq muss. Das Stoff, das es sich da ausgesucht hat, der Stoff, der ist so stretchy. Wenn du ein Rihornio da drunter kriegst. Okay, besser als ich dachte. Wenigstens sind alle Top-Genesungen weg. Komm, Mi'kmaq. Kostümspuk. Okay, Knuddler ist bestimmt die stärkste Attacke, die ich machen kann. Volltreffer und es ist weg. Wehrt die Attacke ab? Wie? Warum wehrt es meine Liebe? Warum wehrt es sich gegen meine Liebe? Komm, mach einen richtig krassen Knuddler jetzt. Fuck. Psychokinese besser bei Spätz. Aber ich habe keinen Stab auf Psychokinese. Und Psychokinese ist noch nicht mal physisch. Und Mi'kmaq ist ein physisches Mon. Ich glaube nicht, dass Psychokinese besser gewesen wäre. Knuddler hat auch noch mehr Angriff, glaube ich. Wusstest du, dass Marshadow und Mew auch eigene Z-Kristalle haben? Ja. Die werde ich mir wahrscheinlich von PKSM rüberholen müssen, um alle Z-Kristalle einmal die Attacke anschauen zu können, wenigstens. Soll ich jetzt Matschbombe machen, was nichts bringt? Nee, Amphira ist sofort weg. Wolverock ist auch sofort weg. Donarion ist nicht weg. Doch, weil Steinkante kann. Aber doch, jedes Pokémon hat eine Schwäche gegen Rihornio. Ich meine, inzwischen ist mein Typ 0 auf Level 67, aber Typ 0 wird doch nicht jetzt eins. Rihornio kann sicher auch eine Kampfattacke. Ich mach Donarion. Warte, welches ist am schnellsten? Amphira ist am schnellsten. Wolverock könnte. Steinkante, Knirscher, Fuchtler. Das ist alles Kacke. Ich glaube, Matschbombe ist noch. Oder Flammenwurf. Boah, ist alles scheiße. Ich kann nichts machen. Donarion ist halt langsam. Ich habe Angst, dass Rihornio. Aber Rihornio kann nicht schneller sein als Donarion. Nee, Mann, komm. Was mache ich mit dem jetzt? Schaufler. Schaufler tut doch auch nicht weh. Ist Rihornio überhaupt Boden oder ist es nur Stein? Hier verratet mir eine Sache. Ist Rihornio Boden und Gestein? Fuck. Okay. Ich mach Schaufler. Das ist das Einzige, was keine Schwäche hat. Also Knirscher. Alles Kacke, nur Donnerblitz wäre gut. Oh Mann, ich hätte ein anderes nehmen sollen. Ich mach Schaufler. Es ist echt krass, wie oft Wasser-Pokémon gut werden in diesem Run hier. Ah. Okay, aber jetzt habe ich ihn.
Es ist nur die Frage, was jetzt noch kommt. Und ich habe Beleber, also zur Not. Ich schaffe den Kampf schon, aber es wäre schöner gewesen, wenn ich ihn graziöser geschafft hätte. Amphira, sei schneller. Ja, Silvaro wäre vielleicht auch nicht schlecht. Er braucht schon einen Starter. Und warum machen Tarnsteine so unfassbar viel Schaden? Mach ich Matschbombe oder Flammenwurf? Ich mach Matschbombe. Ich werde gar nicht strugglen, pass auf. Mewtwo, wer hätte es gedacht? Rihornio war, also Rizeros hätte auch gereicht, komm schon. Toxin und Beleber. Nee. Ich weiß, dass es mich jetzt... Aber ich bin vielleicht schneller, ich bin 4 Level höher. Aber Mewtwo ist verdammt schnell. Aber hey, was ist eigentlich stärker? Matschbombe oder... Da war ja was. Welches wird's? Okay, ist Y. Y Mewtwo hat dann aber wenig Verteidigung. Muss das sein. Volltreffer auch noch. Ich hätte, glaube ich, eh nicht überlebt. Brian, du bist ein Wingull. Brian, Wingull, Daisuke, hallo. Poke, vielen Dank für dein Prime von 3 Monaten. Poke, vielen, vielen Dank. Donarion brauchst du für seinen Signature-Mon? Knirscher wäre aber auch nicht geil gewesen. Donarion ist special und kein Unlechtmon. Das geht schon. Zur Not mache ich Beleber. Komm, mein Wolverock. Was soll denn Mewtwo gegen Wolverock haben? Olvaro kann auch knirschen. Und das ist wenigstens physischer Angreifer. Und ich bin bestimmt schneller als Mewtwo. Warum ist Mewtwo so schnell? Käferbiss. Ah, Käferbiss hätte ich. Oh mein. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Typ 0, nein. Ich will nicht, dass Typ 0 stirbt. Ja, Käfer wäre gut gewesen, stimmt. Ich habe nicht an Käfer gedacht. Also One-Hit gegen Wolverock ist ein bisschen krass. Okay, das Mewtwo ist ein bisschen hart. Ich glaube, ich starte lieber neu. Weil ich will nicht, dass Typ 0 Freundschaft verliert. Ja, natürlich kann ich Beleber einsetzen, aber Typ 0 stirbt. Und Typ 0 braucht Freundschaft. GG, Giovanni. Aber ich habe auch ein Handicap. Ich kämpfe nur mit 5 Pokémon, so wie er. Ich hab safe gespeichert, ne? Ich hab safe gespeichert. Ich hab gespeichert. Hab ich gespeichert? Ich hab gespeichert. Ich hab bestimmt gespeichert. Ich hab bestimmt gespeichert. Ich hab bestimmt gespeichert. Ich hab bestimmt gespeichert. Ich hab gespeichert. Okay, touché, okay, der war nicht schlecht. Ich habe halt nichts gegen Boden. Das ist schon krass. Aber Pampros hat mit Erdbeben Digdri sofort weggemacht. Ich muss jetzt einfach besser einsetzen. Ich weiß jetzt besser, was... Es geht schon. Jetzt muss ich nochmal alles wegklicken. Dave. Du bist ein Karadonis. Und Toasty, du bist ein Chimpsticks. Chimpsticks. Chimpep, Chimpep. Aber Käferbiss ist noch nicht mal eine gute Attacke bei Donarion. Aber ja. Aber trotzdem darf Mewtwo vorher angreifen. Hat Mewtwo vielleicht Antikkraft? Dann ist mein Donarion weg. Ich glaube, du brauchst mir Migma für Mewtwo. Ja. Drachenklaue. Dunkelklaue. Ja. Bro, Daniel, was bist du so gemein? Warum wünschst du mir Pech? Unverschämt.
Hat dein Mimikma keinen Holzhammer? Warum sollte Mimikma Holzhammer haben? Vielleicht kann ich das als TM beibringen, okay, aber... ist jetzt nicht unbedingt typisch, dass Mimikma Holzhammer hat, oder? Kann ich mal eine Frage zu einem Mikro stellen, das ich mir gestern gekauft habe? Du kannst jede Frage stellen, die du willst. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich dir nicht helfen werden kann. Ich wüsste nicht, wie ich dir helfen soll. Das ist dein Mikro. Und deine Stimme. Okay. Erdbeben, easy. Und das macht... Oh, diesmal macht Sandsturm. Ist vielleicht besser als diese elendigen Tarnsteine. Die für immer da liegen. Nidoking. Soll ich jetzt wechseln oder soll ich einfach durch Erdbeben? Also ich habe nichts wirklich Besseres gegen Giftboden. Außer Boden. Und mit Wasser macht er auch 3 von meinen Mons sowieso weg. Ey, vielleicht muss ich einfach zwischendrin einmal Top-Genesung machen auf meinen Pampros, damit es... Hat Mewtwo Schwebe? Nein. Mewtwo könnte ich auch mit Erdbeben treffen. Beast, du bist ein Arcani. Hat Nidoqueen hat ein Erdbeben überlebt. Ich könnte... Oh, das ändert nichts, oder? Wenn ich jetzt ein Erdbeben mache... Das hat mir das gleiche, hat mir mein Gen 6 bei den Top 4. Wenn ich jetzt Erdbeben mache und dann macht er Top-Genesung und ich auch Top-Genesung, dann sind wir am exakt gleichen... an der exakt gleichen Stelle, wie wir davor waren. Ah, oh, oder ich mach Z. Aber ich brauche eher Z, was anderes wahrscheinlich. Wenn ich Z-Erdbeben mache, dann würde Pampros am Leben bleiben. Oh, nice! Wie auch immer das passiert ist. Aber jetzt werde ich von Sandsturm getroffen. Wobei, ich bin Boden. Aber, hä? War es einfach ein besserer Erdbeben? Rihornior. Ich bin auch schneller als ein Rihornior. Und... Erdbeben gegen Mewtwo wäre schon schön. Oder ein Z-Erdbeben gegen Mewtwo wäre schön. Aber es wird schneller sein, deswegen wird es mein Pampros oder so besiegen, außer es hat volles Leben. Das heißt, ob ich es jetzt, ob ich es wiederbelebe oder ob ich es heile, es kommt aufs Gleiche raus. Ich werde Pampros eh mit einem Item heilen müssen. Also probiere ich jetzt ein Erdbeben auf... Ich könnte auch jetzt ein Z-Erdbeben auf Rihornior machen. Einfach als starke Attacke. Und vielleicht macht es Rihornior... Es wird Rihornior nicht komplett wegmachen, aber es wird stärker als Knuddler sein. Vielleicht ist Rihornior auch einfach schneller. Ich wäre so sauer. Wir probieren es aus. Ein Z-Erdbeben auf Rihornior. Weil wenn das jetzt weg ist dadurch, habe ich noch alle Mons für Mewtwo. Komm. Und ich komme zuerst. Ja. Und ich treffe sicher. Ich habe die Attacke habe ich noch nie gesehen. Seismische Erektion. Okay. Oh mein Gott, ab in den Erdkern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dein Ernst. Oh, aber knapp, ey. So knapp. Das Problem ist Nidoqueen. Oh nein. Ah nein. Wer doch. Ah nein. Nidoqueen hat keine Top-Genesung bekommen. Fuck. Wenn Nidoqueen die Top-Genesung gekriegt hätte, dann wäre mein Pampros davor tot gewesen. Aber, ah oh nein. Volvarok tot.
Amphira tot. Donarion kann keinen Schaden machen gegen Rihornio. Mimikma. Das ist so doof. Es ist kacke jetzt. Okay, ich nehme Wolverock. Pass auf. Typ 0 hat Eisenschädel. Aber Typ 0 ist sofort weg, wenn Rihornio Erdbeben macht, oder? Oder eine Kampfattacke. Es wird sich ja jetzt heilen. Ein volles Rihornio gegen Typ 0. Typ 0 schafft es nicht. Außerdem ist Boden auch gut gegen Stahl. Der macht mich mit dem Erdbeben auch weg. Du bist der Veteran? Ah, stimmt. Nee, ich nehme jetzt Top-Belebung. Top-Beleber gegen Pampros. Und dann soll er meinen Wolverock weghauen, was sowieso unnütz ist. Und dann nehme ich wieder Pampros und mache nochmal Erdbeben und mache Rihornio fertig. Und ich kriege hier auch noch eine Attacke rein. Und wir machen Steinkante. So schwach. Und tschüss. Typ 0 ist doch normal. Es ist nicht toll. Ich dachte normal Stahl. Aber okay, auch normal. Der kann bestimmt eine Kampfattacke, Rihornio. Er kann auch bestimmt irgendwie Kraftkoloss oder irgendein Heap-Ding. Ich meine, ich habe hier auch Rambos, aber das bringt bei Rihornio gar nichts. Aber würde Kraftkoloss was bringen? Es wäre Kraftkoloss besser bei Rihornio? Wegen Stein? Aber ich bin selber kein Kampf. Ich probiere es. Ich werde eh mehr Erdbeben machen müssen. Ich mach mal einen Kraftkoloss. Okay. Jetzt ist mein Angriff runtergegangen. Komm, das musst du aushalten, Pampros. Das musst du aushalten. Oh mein Gott. Okay, und jetzt ein geiler Erdbeben. Ein geiles Erdbeben macht Rihornio einfach weg. Oh, es ist ja noch schlechter. Es ist wirklich schlechter als Kampfkoloss. Nein, ich schmelze. Hallo Uwe. Pyro, du bist ein Dusselgur. Es ist schwächer, weil deine Attacke runterging. Ja, aber ja, okay. Also wäre es genauso stark wie Kraftkoloss gewesen. Ich glaube, Kraftkoloss ist 120 Stärke und Erdbeben 100. Okay. War der Knuddler von Mimikma stark genug, um das wegzukriegen? Ich brauche Mimikma noch. Aber Amphira, die Matschbombe war scheiße. Es ist alles kacke. Soll ich jetzt Typ 0 machen? Okay, ich mache jetzt Typ 0. Und Typ 0 sollte schneller sein. Also ein Eisenschädel sollte... Aber das macht... Eisenschädel ist nicht stark genug. Vor allem, wenn es keinen Stab hat. Ah, du hast noch eine Top-Genesung. Ah, er hat zwei Top-Genesungen. Kannst du aufhören? Wieso hat er die vorhin nicht eingesetzt? Rihornio war vorhin im roten Bereich und er hat nicht Top-Genesung eingesetzt. Das hätte nicht gekillt, glaube ich. Ist das scheiße. So, er wird jetzt Erdbeben machen. Und dann mache ich jetzt... Ja, blöd. Er macht Steinkante. Warum machst du kein Erdbeben? Henriette, du bist ein Metagross. Okay, wie lange wird Amphira überleben? Brauchen wir Silvaro? Boah, ich will nicht den ganzen Weg zurückgehen. Aber ja, so weit ist es auch nicht. Toxin. Hm.
Nein. Drachenpuls hätte aber, ja klar, Drachenpuls hätte ich auch gemacht, wäre am stärksten gewesen, aber hat auch nicht viel gemacht. Wahrscheinlich jetzt genauso viel gemacht wie jetzt zwei Vergiftungen. Komm. Wir gucken noch, wie weit ich es runterkrieg. Mal schauen, wie gut ist Dunkelklaue? Aber das sind alles... Mal schauen, wie gut ist Psychokinese? Testen. Okay. Überschätze nicht Typ 0, denn es ist nicht voll entwickelt. Okay. Ich hab's nicht überschätzt. Im Gegenteil, ich kämpfe extra nicht mit ihm, weil ich weiß, dass er nichts kann. Okay, test mir einmal eine Dunkelklaue. Ja, ist alles gleich stark. Stopp! Stopp! Komm, Toxin. Oh, du Schwein. Leo, darf ich dir einen Tipp für den nächsten Run geben? Du darfst. Ich werde wahrscheinlich sauer. So, ich könnte jetzt... Typ 0 opfern. Damit mein Mimik mal wieder volles Leben hat. Aber ich mache das alles ja nur, damit Typ 0 sich entwickelt. Das wäre sehr kontraproduktiv, wenn es stirbt. Das ist mein Handicap. Dieses dumme Ding ist mein Handicap. Aber ich will schauen. Es ist nur ein Test. Ich will schauen, ob mir Mikma überhaupt mit einem Schlag Mewtwo besiegen kann. Oder ob mir Mikma mit einem Schlag stirbt. Aber ich glaube, Mimikma ist safe nicht schneller als Mewtwo. Weil wenn Mimikma nicht mal mit einer Dunkelklaue Mewtwo besiegt, dann ist das eine gute Information. Ist auch schon mal geil, dass... Achso, Erzwinger, nicht Bedroher. Erzwinger und Bedroher haben irgendwie so den gleichen Klang, finde ich, an Attacke. Top-Genesung. Warum ist eigentlich Top-Genesung bei der Gruppierung und Top-Trank bei der... Was? Top-Genesung ist in beiden? Schau mal, Top-Genesung ist hier und da drüben bei Beleber. Wie viele Top-Tränke habe ich? 8. Let's go. Dunge, Typ 0. Typ 0, es tut mir leid. Ich glaube, wir werden resetten. Ich glaube nicht, dass ich Mewtwo mit einer Dunkelklaue besiegen werde. Aber falls wir doch weitermachen, verzeih mir. Ich werde deine Freundschaft wieder zurückerobern. Top-Genesung halt auch Status. Ja, ich finde es eh komisch, dass sie das unterteilen zwischen Status-Heilung und Heilung. Oh mein Gott, Typ 0 hat sogar eine Attacke überstanden. Dann mache ich jetzt Metall-Sound. Na gut. Krass, dass es eine Aurasphäre überlebt hat. So, Mimikma. Ah, der Kopf ist schon gebrochen. Genick einfach. Was ist eigentlich? Bleibt Mewtwo Y Psycho? Oder kriegt's irgendwas dazu? Das andere könnte ja Psycho-Kampf sein. Was ist dieses Mewtwo? Psycho, nur Psycho. Okay. Also es kriegt nur Spezialwert hoch und das andere Angriffswert. Schauen wir mal. Bin ich schneller? Nein. Psychostoß sollte nicht so schlimm sein. Oh! Keine Chance. Warum ist Psychostoß so stark? Ich bin eine Fee. Achso, ich bin nur eine Fee. Ich bin kein Unlicht. Oh. Okay. Ja, ich hol schon mein Silvaro. Ich hol's ja schon. Wolverock weg. Silvaro rein.
Licht hat auch resistiert eben. Ach stimmt, sogar resistiert, ja. Also, wo bist du? Wo ist deine Nachricht? Ist schon so weit oben? Evil Sam. Du hast dir gestern mein Elgato Wave 1 Video angeschaut. Was ungelogen einfach 4 Jahre alt ist, glaube ich. Deswegen, so aktuell ist dieses Video nicht. Also da gibt es bestimmt aktuellere Videos über Wave-Mikrofone. Gott, ich habe wieder ein Pokémon gesucht, das fliegen kann. Unfassbar. Und es klingt blechern bei dir. Ich kann dir nicht mehr zum Mikrofon sagen, als ich in diesem Video gesagt habe. Und ich bin mir sicher, ich habe im Video auch gesagt, ihr habt eure eigene Stimme. Und eure eigene Stimme bedeutet, ihr müsst einen Equalizer einstellen, sodass er zu euch passt. Und ich glaube, inzwischen kann man beim Wave voll viele VST-Plugins hinterlegen, sodass du mega viele Sachen da einstellen kannst. Ich weiß nicht, warum es blechern klingt. Vielleicht redest du in die falsche Richtung rein. Ich kann dir nicht helfen. Such dir das Mon, das dir am wenigsten Schaden macht und bring es in den roten Bereich. Dann heilt Giovanni dieses Mon 2-mal mit Top-Genesung. Die meisten Top-Trainer, die Top-Genesung haben, haben maximal 2 Stück. So kannst du den Kampf planen. Schau, ich wusste, dass ich genervt bin von deiner Nachricht. Glaubst du, dass ich das nicht weiß? Ah! Und vor allem, ich werde es nicht nochmal machen. Weißt du, was der beste Tipp ist, den ich dir geben kann dazu? Mach einfach die Team Rocket-Geschichte nicht nochmal. Du musst sie anscheinend nicht nochmal machen. Mach sie einmal, weil sie geil ist. Und dann machst du sie einfach nicht nochmal. Das ist wie ein DLC. Du musst es nicht machen. Leo bringt Typen durcheinander, aber blöd ist er auch nicht. Eben. Darkrai ist ein Geist. Nimm doch Wassermon mit Diktri oder Rihornior. Halt deine Klappe, Brian. Holy shit. Okay, ich nehme kurz ein Wasser-Pokémon mit, das ich dann kurz 5 Stunden lang auf Level 70 bringe. Schon mal dran gedacht, dass ich vielleicht kein Wasser-Pokémon habe? Glaubst du, ich sitze da und nehme jeden Typen raus und setze mich 30 Stunden hin, um jeden Typen auf Level 70 zu leveln, dass ich dann einfach jeden Typen nehmen kann für jeden Kampf, der existiert? Nimm doch einen Wassertypen mit. Ach. Ich nehme trotzdem Pampros als erstes. Mach Diktri mit Erdbeben weg. Und dann ist es halt, muss ich immer noch Pampros opfern, weil Silvaro nicht gut ist gegen Nidoking und Nidoqueen, weil die fucking Geister, Gifter sind, Gifter. Laubklinge sind nicht richtig kacke gegen Nidoking und Nidoqueen, oder? Ja, ich mache einfach den Anfang genau wie immer und dann aber nehme ich Rihornior. Ich hoffe nur, dass diesmal Nidoqueen die Attacke überlebt und dann die Top-Genesung macht. Aber er hat vorhin nicht 2-mal Top-Genesung gemacht. Er hat 1-mal Top-Genesung gemacht bei Nidoqueen. Din, 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 din. Leo, kennst du das Item Top-Beleber? Damit kannst du deine Pokémon im Kampf wiederbeleben. Uwe, auf dich ist Verlass. Dankeschön für deine wertvollen Tipps. Das waren noch Zeiten, wo du Streaming-Kram bewertet hast? Ja, ich mit dir Fortnite gespielt habe.
War das mein Que? Dein Que ist ewig her. Ich weiß nicht, ob es das war, keine Ahnung. Bin schon ruhig, besser ist es. Manchmal, die Musik ist ja auch voll Gen 1, nice. Jetzt hat er Mewtwo X. Macht nichts. Ich glaube, mit Mewtwo X wäre ich glücklicher. Rihornion ist eine Frechheit. Als ob es Rihornion in Kanto gäbe. So ein Quatsch. Kann man in Let's Go Rihorn zu Rihornio machen? Rizeros zu Rihornio? Nee, eben! Cheater! So, jetzt nicht Nidoqueen vipen bitte. Einfach einmal kurz was übrig lassen. Wir müssen die Top-Genesung aus dem Weg bringen. Überlebe! Uiuiuiui. Okay, dann. Das wäre geil, wenn es jetzt gekillt hätte. Vielleicht setzt er jetzt nochmal Top-Genesung ein. Er setzt nochmal Top-Genesung ein. Ich check's nicht, das hat er vorhin nicht gemacht. 100 Pro hat er das nur einmal vorhin gemacht. Komm, jetzt gib mir... Komm, mach ihn. Nee, komm. Ah, so knapp. Oh, das wäre so gut gewesen. Dann hätte ich jetzt nochmal Erdbeben auf Rihornio gemacht und das wäre so weg gewesen. Naja, Pampros, du hast Wertvolles beigetragen. Aber das war's. Wie geplant, ey. Der Brian. Zum Glück hat Brian uns das gesagt, was ich schon die ganze Zeit mache. Pampros, der Stampfboss. Yes. Auf Wiedersehen. Ist Silvaro schneller als Nidoqueen? Wahrscheinlich nicht. So peinlich wie Silvaro ist. Wehe. Silvaro, wehe. Wehe, Silvaro. Sehr gut. Das wird halt einfach, glaube ich, nicht mal die Hälfte wegmachen. Und sein Erdbeben trifft mich, weil ich kein Flug bin. Und Schattenfessel, ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es sogar besser, einfach Z-Schattenfessel zu machen. Wahrscheinlich wäre es besser, gegen Mewtwo Z-Schattenfessel zu machen. Das wäre nämlich stark. Weil mein Mimikma kann kein Z-Geist. Ich mach mal Laubklinge, wir gucken mal, was passiert. Ich sag 40%. Wow, okay. Ja, Steinkante kann auch. Ah, ich bin kein Flug! Ich bin kein Flug. Ich bin kein Flug, du Idiot. Die Frage ist jetzt. Ja, ich werde ein Pokémon opfern gleich nochmal. Stimmt, es ist ja sogar vierfach effektiv. Stimmt, okay, ja. Ich dachte einfach, zweifach, einfach.
Was ist die Fähigkeit? Step. Vielleicht haben wir Glück. Ach, die Fähigkeit von Silvaro schwächt sehr effektive Attacken. Aber Steinkante sollte nicht sehr effektiv sein. Im Gegenteil, weil ich bin Geist Pflanze, nicht Flug. Steinkante sollte nicht mal sehr effektiv sein. Oho, ich habe überlebt, weil ich noch keinen geknickten Kopf hatte. Haha. Schachmatt, Giovanni. Das überlebe ich jetzt auch noch. Schade. Achihornio hat Felskern. Ich dachte schon, Felskern. Komischer Name für eine Fähigkeit von Silvaro. Ist Silvaro schneller als Mewtwo? Amphira könnte tatsächlich schneller sein als Mewtwo, weil Amphira ist so schnell. Schade. Base Speed? Ja, aber Amphira ist sexy und zwei Level höher. Hat Donarion eine Attacke vorhin überlebt? Aber das ist jetzt die letzte Möglichkeit, um Top-Trank zu machen. Und die dummen Spitzen haben schon wieder wehgetan. Dann gibt es jetzt eine Z-Schattenfessel, einfach weil ich kann. Ja, nee. Einfach nur weil ich kann, mache ich jetzt die Z-Attacke. Eisstrahl, ich bin kein Flug! Schau selbst. Was? Hä? Ach, ich bin aber Pflanze. Warum kannst du Eisstrahl? Ach so. Au. Hä? Ich muss Typ 0 weglegen. Typ 0 könnte regeln, aber vorhin war der Eisenschädel nicht stark genug, um das wegzukriegen. Aber vielleicht haben wir Glück. Ich habe vorhin eine Aurasphäre komischerweise überlebt. Alter, dieses Mewtwo ist echt hart, ey. Einfach, macht einfach Eisstrahl. Wahrscheinlich hat es eine Attacke gegen jeden Starter, den man haben kann. Ich habe das vorhin überlebt, aber vorhin gab es auch keinen. Vorhin gab es auch keine dummen Tarnsteine. Ey, was ist. Ich leg jetzt Typ 0 weg. Aber Wolverock bringt mir auch nichts. Wieso ist Giovanni so schwer? Hätte ich doch nur Wasser-Pokémon. Was hätte ich besser machen können? Ich meine, ich kann mal gucken, ob irgendeins meiner Pokémon noch Vitamine nehmen kann. Beziehungsweise ich kann mal gucken, was ich für Attacken hier noch habe. Drachenklaue, nee, also ich will vor allem, aber Donarion hat auch keine Attacke einfach überlebt. Blutsauger? Warum kann Donarion nicht Blutsauger? Blutsauger wäre es, ach nee, Blutsauger ist physisch? Ja, okay. Ich brauche Doppelteam, Flammenwurf, Matschbombe. Weil ich gehe auf die 9. Die bin ich alle schon mal durchgegangen. Gift-Heap. Ob Psycho ist gut gegen Gift. Aber ist Gift-Heap? Nee. Eisstrahl. Hitzekoller. Erdbeben. Das war's? Oh nein. Ich habe keine gute Käferattacke einfach. Kreuzschere?
Quatschschere ist auch kein Spezialangriff. Ich brauche eine Spezial-Käfer-Attacke. Oder Siedewasser. Okay. Ich kann kein Siedewasser lernen. Ich finde es schon lustig, dass Mimikma einfach Blutsauger lernen kann. Ich mache gleich Toxin, ey. Ich mache gleich die Toxin-Taktik. Aber Amphira ist ja noch nicht mal schnell genug, um Toxin einfach auf Mewtwo draufzuhauen. Donarion kann Lichtkanone lernen. Bringt mir jetzt nichts gerade, aber ist besser als Knirscher, glaube ich. Oder besser als Schaufler. Schaufler physisch, ja. Knirscher ist auch physisch. Mein Spezialangriff ist auf 237, Mann. Ich muss Donarion, Donarion muss so viel mehr Spezialattacken können. Deswegen, ich mach Schaufler weg. Kann ich mit Lichtkanone irgendwas... Nee, ne, Rihornio ist Boden und Stein. Wenn es nur Stein wäre, dann wäre Lichtkanone mega geil. Zauberschein. Ne, Knuddler, blablabla, Strauchler, ist kacke. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden wird verursacht. Ich bring doch jetzt nicht extra Strauchler bei, nur um Rihornio weh zu tun. Ist die Frage, ob Strauchler mehr Schaden macht als Laubklinge. Hast du einen Fokusgurt? Ich mach doch jetzt keine Tricks. Donarion könnte auch Energieball. Ist Energieball besser als... Habe ich überhaupt Energieball? Besser als Licht? Ding? Ich habe gar keinen Energieball. Gyroball aber. Gegenstoß? Nee. Fabian, du bist ein Griffel. Strauchler könnte One-Hit sein. Ist Strauchler... Ja, weil halt Rihornio so sackenschwer ist. Aber dann danach habe ich Strauchler auf Silvaro. Auch doof. Ja, Pflanz ist doppelt effektiv, ja. Ich dachte nur halt zusätzlich, weil... Aber ja, Rihornio besiege ich ja. Rihornio ist ja jetzt kein Problem mit Silvaro, aber dieses Mewtwo, wie bin ich denn, wie werde ich denn... Okay, ich wollte gucken nach Vitaminen. Was ist nochmal Zink, oder? Die Spezialverteidigung, Calcium. Ich habe auch Sonderbonbons, 5 Stück. Habe ich gar kein Initiativvitamin? Wie heißt denn nochmal das Initiative-Vitamin? Calcium, Zink, Carbon. Ich habe kein Carbon? Geistkristall mit Mimikma? Ja. 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 Habe ich mir vorhin auch gedacht. Was so blöd den. Aber ich glaube, ich habe den Geiststein ja noch übrig. Muss ihn noch nicht mal wegnehmen. Wie heißt denn der? Phantomium? Ja. Weil Mimikma überlebt, solange ich es komplett am Leben lasse die ganze Zeit, überlebt es die erste Attacke wegen Kostümspuk und dann mache ich Z-Drachenklaue. Dunkelklaue. Ja, ich... Meinst du Speed? Initiative, ja. Carbon macht Initiative, glaube ich. Ich habe kein einziges Carbon im ganzen Spieldurchlauf aufgenommen. Aber die sind eh alle durchtrainiert, meine Pokémon. Ich glaube, ich könnte ihnen gar nichts geben.
Es gibt viele Möglichkeiten, Giovanni zu besiegen. Klar kann ich Tiefschlag lernen oder sowas. Aber ich gehe jetzt sicher nicht nochmal raus, um irgendein Pokémon irgendwas Attacken vergesse oder sowas. Es geht auch so. Ich muss jetzt nicht, ich kann auch jetzt Wischiwaschi rausholen und noch 30 Level trainieren, wird's auch gehen. Aber es geht auch so, wie es jetzt ist. Ich muss nur richtig kämpfen. Einmal muss alles passen. Fang dir ein Legi in Ultradimension. Ja, ich meine, ich könnte auch einfach Muramura und was habe ich noch? Und Zygarde ist auch Level 70, könnte ich auch holen gehen, weil Zygarde hat, glaube ich, Pflanzenattacken. Aber die Legis, die ich fange, müssen unbefleckt bleiben. Es stört mich schon, dass ich jetzt die ganze Zeit Typ 0 so leveln muss. Aber es geht ja nicht anders. Die Legis bleiben unbefleckt. Zygarde würde halt sein Rihornio wahrscheinlich echt fertig machen, oder? Ich weiß gar nicht, was Zygarde... Was hat dauernd Bodyguard gemacht? Das ist schon mal besser. Jetzt habe ich schon mal nicht diese dummen Tarnsteine. Flinkklauer wäre auch eine Sache, die man sich überlegen könnte für Pampros, damit es hier zum Beispiel keinen Schaden nimmt. Dann halte ich zwei Surfer aus von Nidoqueen. Und dieser Nuzshrike war stärker als sonst. Scheiße. Ich glaube, ich überlebe keinen Surfer jetzt. Ach, warum war der Nuzshrike so stark? Oh ja, dann muss ich Glück haben, dass Pampros zuerst angreift mit der Flinkklaue. Ich weiß nicht, was die... Ich glaube, 30% bloß ist Flinkklaue. Nidoqueen, Bodengift. Ich habe nichts gegen Bodengift, außer Boden. Okay. Nuzshrike war jetzt super stark, Surfer ist jetzt super schwach. Hohoho, es ist super schwach gewesen. Das ist jetzt super stark. Autop-Genesung. Okay. Der Sandsturm kann mir nix. Jetzt haut er zwei Top-Genesungen raus. Noch eine bitte. Schau, er hat nicht die zweite Top-Genesung rausgehauen. Das heißt, er wird jetzt die Top-Genesung bei Mewtwo einsetzen. Oder bei Rihornio. Ah, dieser RNG-Faktor bei Giovanni, ey. Silvaro könnte Schaden von der... vom Sandsturm nehmen. Deswegen nehme ich jetzt... Amphira... Wahrscheinlich macht er jetzt Top-Genesung. Stimmt, Z-Geist muss killen, dann ist Top-Genesung egal. Aber Top-Genesung auf Rihornio wäre jetzt super nervig. Ich weiß nicht, was stärker ist. Flammenwurf ist 90 und Matschbombe ist, glaube ich, 85. Auch 90. Es ist so egal. Matschbombe. Okay, keine Top-Genesung. Dann... Silvaro. Vielleicht kriege ich ja eine Volltreffer-Laubklinge. Ist Laubklinge nicht so wie Rasierblatt? Erhöhte Volltrefferquote oder so? Hohe Volltrefferquote, ja. Laubklinge, also wenn das ein Volltreffer ist, dann ist die Fähigkeit von Rihornio egal. Ne, ist zu langsam. Nee. So, es ist auch noch im gelben Bereich. Oh Gott, ey. Nein! Es ist noch im gelben Bereich, das heißt, er setzt auch keine Top-Genesung ein.
Okay. Und jetzt. Perfektes Timing für Sandsturm. Ich soll Baro killen. Das ist kein Vorteil. Mimikma. Nee. Mewtwo hat keine Beere. Wir hatten vorhin schon Mewtwo auf Gelb. Dann hätte es die Beere schon eingesetzt. Glaube ich, gibt keine Beere, die im roten Bereich triggert, oder? Lass es doch so. Ewige Nacht. Habe ich das schon mal gesehen, ewige Nacht? Mega Mewtwo, ey. In Kanto gibt es auch keine Megasteine. Alles Betrug hier. Rihornio, Megasteine, ist alles Betrug. Haha. Jetzt pass auf. Jetzt halt dich an deinen Tentakeln fest, Mewtwo. Und jetzt kommt ein Spuk. In Let's Go Pikachu gibt's Mega. Okay. Aber nicht Rihornio. Okay, das geht schnell. Jawohl. Schau, man muss nicht ewig rausgehen und was neu machen. Ich musste nur rausgehen, um Silvaro zu holen. Weil Wolverock war nix. Für Giovanni war es First Try. Ich habe zwar die ganzen Level jetzt nicht gekriegt, die ich die ganze Zeit abgesahnt habe. Aber dafür war es First Try. Aber Team Rainbow Rocket wird niemals untergehen. Vergiss das nicht. Okay, es war cool. Es war tatsächlich mal ein schwerer Kampf. Es war für mich ein schwerer Kampf. Wenn du zufällig zwei Pflanzen-Pokémon und Wasser-Pokémon dabei hast, dann ist das ein Witz. Aber ja, das Kapitel war cool mit den ganzen schweren Gegnern. Fuegro. Wegen Unlicht, ja. Ja. Ihr kennt das Gelaber, ich bin der Beste, ich hab's geschafft und Team Rocket zieht sich zurück und das Schloss verwandelt sich wieder zurück. Jap, tschüss Akromas. Sie wacht auf, Lili ist so, oh Mutter, zum Glück, bist du wieder, oh. Und jetzt steht Samantha auf und treibt ein Messer durch den Rücken von Lili und alle sind Yippie. Oh, wo bin ich hier? Lili. Leo. Präsidentin. Mutter. Aber warum hatte sie gerade so einen Schatten auf den Augen? Die war böse. Die ist von Giovanni besessen noch. Er hat gesagt, sobald sie aufwacht, wird sie eine Marionette für mich sein. DLC 1.1 kommt jetzt. Leo hat Team Rocket verjagt. Team Rocket, aber das muss schrecklich gefährlich gewesen sein. Ja, er war fantastisch. Giovanni, ja, ich fand auch Giovanni fantastisch. Du hast mich schon wieder gerettet. Ich danke dir von ganzem Herzen. War der Schatten auf ihren Augen jetzt wirklich nur so, weil sie gerade aufwacht? Es hat voll so ausgesehen, als ob sie jetzt bald besessen ist. Fabian, den können wir mal bitte entlassen jetzt. Frau Präsidentin, ich bin ja so froh, dass Sie wohlauf sind. Das sind Sie doch, oder? Ja, mir ist nur noch ein bisschen schwindelig. Was ist mit dir, Fabian? Geht es dir gut? Ja, machen Sie sich um mich keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass es Ihnen gut geht. Mutter, Fabian hat... Achso, sowas, Lilly. Wie es aussieht, hat die Aufregung um Team Rainbow Rocket dein Erinnerungsvermögen ein wenig durcheinander gebracht. Ich würde niemals Team Rainbow Rocket in unsere Foundation einladen, um meine Karriere voranzubringen, nie im Leben. Was für ein Pokémon-Quatsch sagt sie jetzt zu Fabian. Ich habe Respekt, noch mehr Respekt für Samantha, mein Lieblingscharakter im Spiel. Wenn sie jetzt sagt, Fabian, du bist gefeuert, nimmt ihm die Brille weg, schlagt ihm auf die Nase, ein Blutgerinnsel läuft die Nase von Fabian runter und er läuft weinend weg und man sieht noch, wie er so einen Fleck in der Hose bekommt, weil er sich
einuriniert hat. Mal schauen, was Pokémon, was Game Freak zu dieser Situation sagt, wo Fabian eindeutig verdient hat, gefeuert zu werden. Fabian. Es tut mir so leid. Okay, wir wissen nicht, was passiert wäre. Er hat den Schwanz eingezogen. Verdammt. Sie sagt gar nichts. Sie hätte was gesagt, aber er ist weggelaufen. Er hätte sie gekündigt. Sie hätte ihn einfach gekündigt. Sie hätte gesagt, verpiss dich, du dummer kleiner Käfergesichtmensch. Er hätte ihn getreten und er wäre weinend davon gelaufen. Und er ist nur weinend davon gelaufen. Übrigens, Fast Guy, hallo. Hallo, hallo. Ich habe dein Flute Dude nicht ignoriert. Also ich habe es ignoriert, aber ich habe es mitbekommen. Leo, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast das Elternparadies gerettet. Mutter, geht es gut? Sie wird gerade im Krankenzimmer untersucht, aber sie scheint unverletzt zu sein. Die ist besessen von Giovanni. Sie hat Giovanni in sich. Und Fabian ist... Na los, Fabian, geht es vielleicht auch ein bisschen schneller? Warum muss ich solche niedrige Tätigkeiten verrichten? Hilfskraft, Beeilung bitte, zack, zack. Hilfskraft? Bitte, nenn mich nicht so. Ich bin viel mehr als eine einfache wissenschaftliche Hilfskraft. Sieht aus, als stünde ihm noch ein langer Weg bevor, wenn er irgendwann wieder Regionalleiter werden will. Hier für dich, Typ 0. Nein! Es wäre so gemein, wenn sie mir jetzt Typ 0 gibt. Oh, stellt euch das vor, wenn sie mir Typ 0 gibt. Dann müsste ich alles nochmal machen. Du erhältst 55 Exemplare des Items Riesennugget. Weil Typ 0 macht keinen Sinn, ich habe ja Typ 0 angenommen. Wenn ich Typ 0 nicht angenommen hätte und sie mir jetzt hier Typ 0 gibt. 55 was? 55 Riesennuggets? Das sind es nicht 55.000 Poké-Dollar? Oder sogar 550.000? Ist nicht ein Riesennugget 10.000? Sind es 550.000 Poké-Dollar? Okay, ich habe quasi gerade Blutgeld habe ich gerade gekriegt. Eine Reason Nugget sind sogar 20.000 hier. Stimmt, weil ein Nugget ist 10.000. 20.000 mal 55 sind einfach... Was, habe ich gerade wirklich über 1 Million gekriegt? Was? Warum? Ich habe sowieso schon 500.000. Also okay, Fabian wird wenigstens bestraft. Aber degradiert ist ein bisschen wenig Bestrafung. Es hat Spaß gemacht, noch einmal zusammen mit dir ein Abenteuer zu bestreiten. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Wenn ich irgendwann auf Inselwanderschaft gehe, würde ich mich freuen, wenn du an meiner Seite wärst, Leo. Also dann Zeit für mich zu gehen. Bis bald. Verpiss dich. Dumme Kuh. Ey, von 1 Million kann ich mir wie viel Pokébälle leisten? Schau, er ist noch da. Dieser Wicht hat echt Talent. Mal sehen, in welcher Welt treibe ich als nächstes mein Unwesen. Warum kann er das steuern? Warum kann er das steuern, dass er einfach... Soll das... Das wurde nicht erklärt, wer das steuert. Wer steuert es? Hä? Muss er dafür nicht eine Ultra-Bestie quasi kontrollieren, die das macht für ihn? Hast du es nicht verstanden? Nein, ich bin dumm. Erklär mir, warum Giovanni selber Portale machen kann. Das war nicht Giovanni. Was? Warum war das nicht Giovanni? Er hat sich als Giovanni vorgestellt. Willst du sagen, er lügt? Er lügt doch nicht. Bösewichte lügen nie. Das war Ditto. Wer war das? Das war Zoroark. Wer war das? Das Mewtwo hat bewiesen, dass es Giovanni war. Es wurde nie aufgeklärt, wer oder was das nun war, und seit Jahren beschäftigt mich diese Frage schon. Hä, aber wenn du nicht weißt, wer es war,
Warum sagst du dann, dass es nicht Giovanni ist? Wenn du nicht weißt, wer es ist, woher weißt du dann, dass es nicht Giovanni ist? Klar ist es Giovanni. Und er hat auch gesagt, dass er die Kraft von den Ultrabestien für sich quasi benutzt. Aber ich würde gern wissen, welche Ultrabestie er benutzt, um Portale zu öffnen. Er hatte es schließlich nicht im Team. Ich kann mir sowieso schon 999 Pokébälle kaufen. Ich brauche die Reason Nuggets gar nicht. Oh Gott, ich habe so viel Geld. Ich suche es eben raus. Ah, wieder ein YouTube-Video von einem YouTuber, der ge-YouTubed hat und ein Thema einfach erfunden hat. Er ist die Ultrabestie. Er ist Durchzug. Pro 7, 20.15 Uhr. So, jetzt, Ja. Dann gehen wir jetzt auf Ultrabestiensuche. Das heißt, wir brauchen Knuddeluff nicht. Dann packe ich Silvaro wieder weg. Typ 0. Typ 0 hat heute schon eine Massage gekriegt. Sehe ich irgendwo, wo die Ultrabestien sind? Ich muss es wissen, ne? Die Kapus muss ich auch noch fangen. Hallo, wer sind Sie? Haben Sie eine Ultrabestie? Ich muss durch ein weißes Warploch. Aber was ist mit Coplosio und die ganzen, die man gesehen hat in den Credits oder in dieser einen Cutscene, hat man doch gesehen, wie Leute Ultrabestien besiegen. Ich dachte, da gehe ich jetzt hin und die sind da. Genau, jetzt kommt so ein A-Drive-Leak-Video. Ich hasse A-Drive. Nicht A-Drive, sorry. A-Drive mag ich. Wie heißt der andere? Blaines. Okay, aber ich kann doch bestimmt. Ich meine, ich kann einfach googeln, wo ich die anderen jetzt finde. Was ist hier zum Beispiel? Calais-Bucht. Ich kann auch jetzt sicher zu diesen. Gott, eins habe ich zufällig mal. War das nicht vielleicht sogar hier? Ich muss zu diesen Stellen, wo es diese Felsblock-Rätsel gibt. Und dahinter wartet, glaube ich, ein Kapu auf mich. Ich glaube, eins war hier. Was? Was ist das? Hä? Tarpignon? Hä? Warum sollte ein Enton in einem Pokéball sein? Okay, ich glaube, das war Zufall, dass ich kurz bevor ich A gedrückt habe, dass ein wildes Pokémon erschienen ist. Coplosio ist in der anderen Edition. Achso, Muramura und Coplosio wechseln sich ab. Damals gab es extrem viel Gespräch darüber und man hat überall gelesen, dass er es nicht ist, gerade wegen diesen Pforten öffnen. Und damals ging man davon aus, dass er seine Ultrabestie in seiner Gestalt war. Dass es eine Ultrabestie in seiner Gestalt war. Alles Humbug. Er sagt, er ist Giovanni. Ich sage, es ist Giovanni. Er hat eine Kraft von der Ultrabestie, benutzt die, um durch Pforten zu gehen. Ein bisschen nix. So, perfekte Gelegenheit, um hier irgendwas hinzumachen. Ein bisschen nix. Unverschämt. Dann gucke ich jetzt nach, wo die sind. Kapuriki. Ruin des Krieges. Ruin des Krieges. Ich bin auf der richtigen Insel. Ah, da, ganz klein.
Ja. Vielleicht wird hier ein Pokémon Legend Ultra Earth aufgeklärt, was mit Giovanni nun ist, genau. Ultra Earth. Legends BA. Okay, gehen wir erstmal hin. Das ist wahrscheinlich da, wo ich gerettet wurde. Zygarde. Zygote. Man schreibt es wie die Zygote. Ja, mir fehlen noch Zygarde. Keine Ahnung, wo ich die noch kriege. Aber ich hol jetzt mal die Kapus. Du hast Muramura und musst nach Pony zum Wald von Pony. Okay, aber ich hab Muramura. Was? Hier ist Lunala. Shanks. Kann es sein, dass wenn ich nicht Team Rocket mache, dass die hier nicht steht? Oder kann es sein, dass wenn ich die Story von Team Rocket anfange, dass sie dann hier nicht steht? Also solange ich die Story von Team Rocket nicht anfange, steht sie da. Also wenn man aus Versehen die Story von Team Rocket anfängt, kann ich mir vorstellen, dass sie dann hier nicht steht. Es wäre komisch, wenn sie dann auf einmal hier ist. Es kann sein, dass sie einfach immer hier ist. Gib es mir. Leo. Vielen Dank, dass du Wölkchen damals gerettet hast. Mahina. Wölkchen, von so weit her kamst du damals zu uns. Sieh nur, wie sehr du dich verändert hast. Und was habe ich nicht alles an deiner Seite erleben und sehen dürfen. Leo, ich weiß, das kommt jetzt etwas plötzlich. Nicht wirklich. Ich würde Wölkchen gerne deine Obhut geben. Soweit ich weiß, würde auch Necrosma davon profitieren, dadurch Wölkchens Nähe sein Durst nach Licht gestillt würde. Oh mein Gott. Außerdem sind Pokémon bei dir einfach am besten aufgehoben. Darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund antreten und ihm in einem Pokéball ein Zuhause geben? Oh, ist das geskriptet? Ist das ein geskripteter Kampf? Ich guck mal. Wenn es selten ist, dann könnt ihr gleich wieder Vorhersagen machen. Fang ihn. Lunala. 12%. Wir brauchen keine Vorhersage machen, oder? Für 12% bzw. 50%, wenn es schläft. Hallo. Mahina. Schlafest du? Mahina! So klein. Mein Parasect ist fast größer. Aber was für ein Level hast du? Der Kopf von Lunala ist das Schönste, finde ich. Level 60. Lunala ist Geist Psycho. So geil, so ein geiles Pokémon. Fuck. Wirf doch einfach drauf. Ja, lass mich doch ein bisschen wenigstens kämpfen. Das war der Plan. Jetzt werfe ich drauf. Das sollten jetzt 30% sein. Oder 25%.
1. Oh. Ein widerspenstiges Lunala. Ist die Vergiftung von Matschbombe eine schwere Vergiftung? Nee, gell? Dann ist es nicht so krass wie Schlaf. Aber es reicht. Der zweite Ball. Okay. Abhaken. Wie kriege ich jetzt Cosmog? Ich krieg doch auch ein Cosmog, dachte ich. Weil wenn nicht, würde man ja nie fähig sein, ein Cosmog zu bekommen. Happy. Du bist ein Fion, ist das, oder? Ja, Fion. Lunala. Nein. Wölkchen. Leo ist ab jetzt dein Trainer. So etwas wie dein Vater. Es wird sich gut um dich kümmern. Er wird sich gut um dich kümmern, dass du mir also schön auf ihn hörst. Wölkchen, dein Licht leuchtet für alle. Und warum hast du Wölkchen nicht bei Giovanni mitgenommen? Wenn es jemandem gelingt, anderen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, dann bist du das, Leo. Ich glaube an dich. Wölkchen, ich verspreche dir, stärker zu werden. Bis es jedoch soweit ist, liegt es diesmal an dir, ein Auge auf mich zu haben. Einverstanden? Was ist... was? Ach, Lunalium. Okay. Wie es gesagt auch, dass es ein Giovanni war. Also halt Alternative. Ein Multiverse-Giovanni, ja. Ich sag das auch, Swieske. So hat sich das, finde ich, angehört. Kühner, ich verstehe nicht, was du mir erklären willst. Was willst du mir denn erklären? Wie ich Wölkchen kriege? Ich will nicht, dass du mir das erklärst. Warum wollt ihr mir immer alles erklären? Ich glaube, ich spiele einfach weiter und dann wird mir Wölkchen einfach gegeben. Genau wie Zygarde. Ja, passt schon. Ist jetzt noch eher hier, muss ich jetzt... Aber hier ist nichts, kein Rätsel. Hier hätten sie doch auch Steine hinmachen können. Ich gehe einfach durch. Okay. Ach, die Knöpfe. Moment, lebt Parasek wieder? Ja, ich bin ja stinkreich. Hä? Streckt seine Hand aus und berührt die Statue. Ricky! So, einmal gucken. Wollt ihr Vorhersagen machen? Oh, wow, wow, Elektrofeld oder was? Ricky, Kapu. Was heißt die nicht? Kapu? Mit C? Nein, was? Ricky? Was? Wie heißen die?
Tapu heißen die auf Englisch. Tapu Koko. Der heißt Tapu Koko. 1,5%. Okay, wir sind so wie Zygarde. Also hier sind quasi die krassen Monster 1,5%. Okay. Wollt ihr eine Vorhersage machen? Happens, bist du da? Du könntest einfach die Vorhersage starten, die bei 1, 9, 11, 20, 19, 21, 30 ist. Kim ist der schönste Kapu. Ich mag auch das Blaue am meisten. Toro ist am hässlichsten. Echt, Cosmog zu halten ist schwierig. Mal schauen. Immer noch Handy. Okay, okay. Starter Prediction. Ihr habt 2 Minuten Zeit, um euch zu entscheiden. Wählt aus, was ihr glaubt, wie viele Bälle ich brauche. Alle 10er-Zahlen sind quasi Nuller-Runden, wo ihr eure Punkte wieder zurückkriegt und keiner gewinnt. Wie viele Bälle brauche ich? Ich werde versuchen, es einzuschläfern, um in den roten Bereich zu kriegen, aber vielleicht schaffe ich es nicht. Und dann schmeiße ich Pokebälle. Ich bin gleich wieder da. Aber stimmt ab, wie viele Pokebälle brauche ich? Über im Chat könnt ihr abstimmen. Beziehungsweise unten irgendwo. Benutzt alle eure Punkte. Nicht nur ganz wenige. Verbratet alle eure Punkte. Bin gleich wieder da. Was sind das? Elektro, Kampf, Stahl, Kampf. Sind alle Fee. Aber ich wollte jetzt Matschbombe machen. Mich um. Ja, ich will sterben, damit ich Parasekt-Bildspore machen kann. Hallo, Owl. Hi. Dankeschön für den Raid. Hallo, Schock. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Gab's Retro? Gab's Final Fantasy? Wir fangen ein Leggy und da zählen wir mal mit, wie lange wir brauchen. Hallo, JM. Das ist Ball Nummer 1. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei 6%, dass es drin bleibt. Ball Nummer 1. Hallo, Owl. Vision of Mana. Ah, die Mana-Reihe. Ich bin zu enttäuscht von der Mana-Reihe. Ich werde nie wieder in Mana spielen. Also, die neuen nicht. Die neuen, finde ich, sind alle eine Frechheit. Aber, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Hallo, Metallschleim. Die neuen sind auch nicht meins. Trials und Vision enttäuscht oder nur Visions.
Das Four Trials, wie hieß das? Secret. Also ich rede von den Remakes. Die Originale können super sein. Aber die Remakes sind, finde ich, einfach nur hässlich und schreckliches Gameplay. Nummer 4. Was habt ihr alle gewettet? Farsky hat unter 10 gesagt. Kühner hat über 30, über 20 gesagt. Es läuft perfekt. Es ist erst jetzt aufgewacht, ey. Ich bin bestimmt schneller. Schade. Kein Sleep mehr. Was? Was ist Naturzorn? Warum hat es 1 KP Schaden bloß gemacht? Was ist Naturzorn? Schreckliche Attacke. Ist das so eine Superzahn-Attacke? Es ist wie Superzahn. Okay, dann war es sehr dumm von Ricky. Nummer 6. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie... Also ich glaube, viele mögen das Remake von... Die Remakes von Mana nicht. Ich glaube, sie haben einfach... Keine Ahnung, sie haben sich auf den Artstil fixiert, den Leuten nicht so gefällt, und dann ist die Qualität auch nicht gut. Aber zu wenig Mühe reingesteckt. Aber trotzdem haben es die Leute gut genug gekauft, dass sie einfach die gleiche Qualität durchziehen bei den Remakes. Ist egal, was ich nehme. Trials of Mana habe ich die Demo gespielt. Und ich fand's... Ich war nur entzürnt. So, 3% Wahrscheinlichkeit jetzt, weil es nicht mehr schläft. Artstil, aber auch sowas wie, dass sich nicht mal die Münder bewegen. So, man könnte ein bisschen bei einem Remake... Es wirkt so komisch bei dem Spiel, dass sich die Münder nicht bewegen oder dass sie sich... Doch, sie bewegen sich, aber ich glaube einfach monoton, egal was passiert, sie machen einfach so. Und was war da? Aber auch das Rad, das ist alles so komisch gemacht. Aber ich habe danach nie weitergespielt. Es war auch nicht so nicht gut genug, dass ich Bock auf die anderen gehabt hätte. Nummer 9, die letzte Chance für Farsky. Das war nix. Ich glaube, nirgends passt die Synchronisation, weil es wirklich einfach nur... Du hast die Gesichter ohne Emotionen und dann sind die Münder einfach, die auf und zu gehen, ohne irgendwas. Das ist einfach sehr sparsam alles gemacht. Nummer 11. Willst du Baphomets Fluch spielen? Was ist das? Die Anime-Nacht? Geil, viel Spaß. Wie viel Erfolg beim Shiny-Catchen? Tatsächlich catchen wir keine Shinies. Vielen, vielen Dank. Hast du bei vielen JRPGs? Ja, viele JRPGs sind wirklich sehr... einfach immer noch so gemacht, wie sie damals gemacht wurden. Mit sehr viel... Du brauchst sehr viel Vorstellungskraft, weil dir grafisch nicht viel geboten wird. Ich fand zum Beispiel Bravely Dingsbums so hässlich. Ich weiß nicht, warum Leute das Bravely Default, wie heißt das? Das zweite. Ich habe die Demo gespielt. Mann, ich glaube, es war eines der hässlichsten modernen Spiele, die man spielen kann. Bravely Default 2, ja. Aber hey, viel Spaß bei den Animes. Baphomets Fluch, du sagst, wow, okay, dann nicht. Aber was? Kannst ja sagen, was es ist.
zwei Metallschlangen. War vom jetzt Fluch ein uraltes Click-Adventure, was ein Remake bekommen hat. Aber ich bin so nicht. Also ich weiß, es gibt viele Point-and-Clicks, die richtig geile Stories haben. Ich habe auch Monkey Island und sowas echt gemocht. Aber nee. Die sind mir nicht wichtig genug, die Spiele, dass ich dafür meine Zeit beanspruche. Das klingt so komisch. Aber inzwischen spiele ich echt. Versuche ich nur Spiele zu spielen, die mich wirklich interessieren. Nicht so wie früher, wo ich einfach alles gespielt habe, aus Prinzip. 18? Ah. Siehe Gen 7. Eben. Ja, Gen 7 muss ich spielen. Pokémon-Spiele muss ich spielen. Da gibt es keine Frage mehr von wegen wollen. 20. Niemand kriegt was. Okay. Gruppe 3. Ihr habt noch eine Chance zu gewinnen. Kann der echt nur Naturzone gegen mich machen? Kann Naturzone mit einem KP killen? Wahrscheinlich nicht. Läuft es jetzt so mit allen Kapus? Aber hey, ich wollte ja wieder schwerere zu fangende Legis. Und davon gibt es hier verdammt viele. Ein Boden-Pokémon ist echt. Der kann nichts gegen mich machen. Vielleicht macht er Verzweifler. Virox, dieser Satz, ich habe ihn jetzt dreimal gelesen. Ich weiß nicht, wie ich ihn verstehen soll. KP is Wet the Sexy Empire ein Point and Click. Was für ein Spiel? Wet the Sexy Empire. Dragon Quest, Rune Factory waren auch wild. Nie gespielt, aber Rosa spielt die gerne. Mir ist es alles zu ähnlich inzwischen. Kein Plan. Ist Wet the Sexy Empire ein Point and Click? Das habe ich schon verstanden, aber... Wet the Sexy Empire, das verwirrt mich, dieser Titel. Was für ein krasser Titel ist das? Komm, bitte bleib drin, ich will nicht wieder eine Vorhersage machen. Die Musik ist übrigens schrecklich von den Kapus. Nein. Nein. Ein Problem ist auch ein bisschen, dass ich nicht wirklich davor gespeichert habe. Also schon. Aber nicht ganz so nah. Okay. 30. Ihr habt alle verloren. Ihr kriegt alle eure Punkte wieder. Aber ihr könnt nochmal wetten. Nochmal die nächsten 30. Ihr habt 2 Minuten Zeit, um eure Punkte auszugeben. Werde ich es zwischen 30 und 40, 40 und 50 oder 50 und 60 fangen? Beim ersten 30 ist es nicht drin geblieben. Die Chance ist 3%, dass es drin bleibt. Ich könnte meinen Parasect wiederbeleben und dann nochmal Pitchbore machen. Aber das bringt auch nicht so viel, denn Parasect wird schnell wieder sterben. Web the Sexy Empire ist ein Wirtschaftssimulator.
Wie willst du das überhaupt mit Meltern machen? Holst du die offline auf Go oder streamst du dann nur für die Schraubenmutter Go? Ich weiß nicht, was ich da groß streamen soll. Ich mache eine Box auf. Ich habe in Go, glaube ich, 1500 Meltern-Bonbons. Ich mach Go auf, öffne eine Box, fange ein paar Meltans, entwickle es und das ist aufgenommen und das dauert 5 Minuten. Ich glaube, ich habe sogar das meiste schon aufgezeichnet damals, als ich das mal gemacht habe, letztens bei dem Event. Ich habe nur keinen Shiny gefunden beim Event, deswegen habe ich eigentlich aufgezeichnet. Was kam keins. Ich wüsste nicht, warum ich das mit euch machen sollte. Es ist stocklangweilig. Oder? Die Musik ist echt schlimm. Mir ist klar, das ist so hawaiianische Ureinwohner Gesänge sein sollen wahrscheinlich, aber das macht's nicht so schön. Ich dachte mir schon, dass es so Leisure Suit Larry mäßig ist, dann. Wet the Sexy Empire. Darf ich? Okay. 31. Habt ihr alle brav gewettet? Wenn ihr nicht wetten wollt, sparen wir uns die Zeit. Gebt alle eure Punkte aus. Klar, Fastguy glaubt wieder an die ersten 10. Ein Believer. Das sieht nicht gut aus. Ich habe nie... Ich glaube, dafür bin ich dann wieder zu jung. Ich habe diese ganzen LucasArts Point-and-Clicks nie gespielt damals. Ich habe echt nur dann, als diese Remakes kamen, habe ich dann Day of the Tentacle und die drei hier Piraten Point-and-Clicks gespielt und das war's. Das habe ich zweimal geklickt. Was meinst du mit Punkte? Hier auf Twitch kannst du darauf wetten, was passiert. Ich habe gerade eine Wette gemacht, wo du entscheiden kannst, ob es bei welcher Zahl es drin bleibt. Aber wenn du das nicht kennst, dann musst du es auch nicht machen. Jetzt habe ich wieder gedrückt. Ich muss einmal machen, ohne zu drücken. Sam und Max auch nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich war nie PC-Spieler und das ist alles so PC-Zeug. Und die Sachen gibt's auch nicht auf Konsolen, glaube ich. Aber Day of the Tentacle und dann halt hier Piratending hat's halt dann irgendwann auf Konsole geschafft und dann habe ich's gespielt. Monkey Island meine ich, genau. Ich meine, das Piratending, damit meine ich Monkey Island. Oh oh, Fastguy, letzte Chance. Der macht, glaube ich, echt bald Verzweiflung. Das war's, Fastguy. Keine Punkte für dich. Es kann nur noch sein, aber dann geht's trotzdem weiter. Wir müssen halt dann wieder hin. Dass es jetzt stirbt. Aber du kannst deine Punkte wiederkriegen, wenn es jetzt drin bleibt oder bei 50 oder bei 60.
So ein Crit-Catch wäre jetzt was. Ob ich bei den ganzen Legis irgendwann mal einen Crit-Catch kriege? Nope, nope, nope. Sam und Max ist von 87, schau, da war ich nicht mehr geboren. Habe ich jemals ein Spiel gespielt, von wo ich noch nicht geboren war? Ich glaube nicht. Außer vielleicht Tetris. Aber ich glaube, ich habe auch nie das allererste Tetris gespielt. Ich habe immer damals als Kind nur das auf dem Gameboy gespielt. Aber das allererste Tetris ist, glaube ich, auf dem NES gewesen. 49! Eieiei. Die zwei gewettet haben, auch nix. War das auf dem Gameboy nicht das erste? Ich dachte, auf dem NES war das erste. Final Fantasy 1 ist älter als ich. Hab ich nie gespielt. Aber ich glaube, es ist auch nicht älter als ich. 51. Komm, jetzt in den nächsten 10 muss es drin bleiben. Ich glaube, Zygarde ist bei 54 drin geblieben. Final Fantasy ist von 87. Okay. Ich habe mal Final Fantasy 1 angefangen. 52! Den Rekord hält immer noch Zygarde. Das heißt, jeder, der jetzt gesagt hat, Nummer 3, was ich gar nicht sehe. Ah doch, 58% von euch haben das sogar gesagt. 60% von euch haben gesagt, 51 bis 59. Wie viele Punkte habt ihr gekriegt? Sagt mir, wie viele Punkte ihr abgesahnt habt, ihr Sahner. Ihr Absahner. 2600. Ah, das sind ja nix. Null. Aber wie viel hast du verloren, Farsky? Hast du alle? K, P, um Z. Ah, ich krieg auch direkt die Zs, okay. Gut, dann gehen wir die Liste weiter. Das nächste ist... Capufalla. Und Capufalla finden wir in den Ruinen des Lebens. Die da sind, da unten. Was alle mit 3000? Okay, hast ja nicht viel verloren. Eben Farsky hat noch 70k. Gut, gut, gut. Da ist es. Ruin des Lebens. Hier für schreckliche Musik in diesem Dorf. Mein allererstes PC-Spiel war Adi oder Lemminge oder Pinball für Windows 95. Aber sicher kein LucasArts. Aki Schmacki, du bist ein Sproxy. Sandwichkatze, du bist ein Marshadow.
Und Farsky, du bist ein Fulipurba. Muss übrigens mal mit Mick mal wieder den Knuddelstein geben, das geht so nicht. Hier wenigstens ein Rätsel. 100 gesetzt und 73 plus gemacht. Komm schon, da geht mehr. Du hast bestimmt so viel mehr Punkte, Angel. Oh mein Gott, ein Rätsel. Die Musik dazu. Hallo, mystisch. Ich sehe nicht weiter. Ich weiß nicht. Naja, ich schätze mal, ich muss das jetzt einfach schieben. Jetzt muss ich wirklich Go spielen, wenn ich Shiny Legis mit meiner OT möchte. Also ich sag da, ich habe lieber ein Event Sashian mit einem Jubelball in einer mit einer Event OT, als dass ich ein hässliches Shiny Sashian aus Go habe mit meiner OT. Also ich werde sicher nicht nach Sashians jetzt suchen in Shiny. Okay. Nochmal, wollt ihr weiter eure Punkte verballern? Next. Das gleiche nochmal. Wie viele Versuche brauche ich? Wir haben hier Kapu Fala, gleiches Spiel. Das sind jetzt immer die gleichen Wahrscheinlichkeiten. 1,5%, 3%, 6%, je nachdem. Ich versuche immer auf roter Bereich und Schlaf. Aber Schlaf wird wahrscheinlich nicht so lange funktionieren. Wobei, was ist Fala? Nicht Wasser. Was ist Falla? Pflanze? Psycho. Okay, es ist Psycho. Kann ich es jetzt wieder nicht? Haben die alle diese Felddinge? Okay, da wird aber jetzt aber Raub besser sein. Und sie, das kann auch Naturzone. Die Galarvögel auch. Boah. Psychofeld verändert Prio. Achso, ich kann. Das heißt, ich kann. Ich hätte Pilzspore machen können. Warte, ich will nochmal. Das ist blöd. Ich will nochmal. Setzt eure Punkte, Leute. Vergesst nicht, eure Punkte zu setzen. Wofür sammelt ihr Punkte, wenn ihr nicht damit spielt? Gamble, gamble, gamble. Gamba, gamba, gamba. Wie sehe ich, wie viele Punkte ich habe und wofür sind die gut? Im Chat, da wo du gerade reingeschrieben hast, da drunter siehst du Punkte. Da ist eine Zahl, das sind deine Punkte. Wofür sind die gut? Dafür. Um sie einzusetzen, um mehr zu haben. Klick drauf, dann das verstehst du alles. Ach, jetzt machst du Sonnensensor. Zurückgeschreckt. Oh, du nervst, Falla, du nervst. Mach Naturzone. Oh, du nervst. Nee, ich hab keinen Bock. Dann nehme ich was anderes zuerst. Und dann, genau, mal schauen. Schnelle Ladezeit. Angst, dass es stirbt. Ich habe Angst, dass es stirbt. Ich habe leider gar kein Unlichtmon.
Ja, ich schwäch's zuerst. Und dann vielleicht, wenn was stirbt, hole ich schnell Parasek raus oder so. Du hast jetzt 200 gesetzt. Angel, setz doch mal 100.000 oder so. 200. Das ist ja nix. Wofür hast du Punkte? Verzocken, verzocken. Bringt Dunkelklaue um. Ist zu stark. Oh doch, das ist zu stark. Das ist viel zu stark. Das ist viel zu stark. Okay. Zeit für eine Fusion. Oh fuck, ich hab das Parasek wieder an erster Stelle. Werf einfach Ball, vielleicht bleibt er dran. Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Ein Totem Rosana. Ist doch cool. Vielleicht musst du mal die Zahl 124 als an zweiter Stelle machen. Hey, okay, ein Erdbeben, ein vorsichtiges Erdbeben. Und dann Pilzsporen. 3. Ist genauso wie bei Kapuriki, 3%. Nur diesmal kann es mich umbringen mit einer Psychoattacke. Was? Hä? Okay, cool. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe Pokéball ausgewählt. Es ist schon 6:30. Oh, ich kann, also das, ich muss ja aufhören nach Kapufala. Sollte noch einkaufen gehen. Das Erdbeben war nicht so vorsichtig. Schwierig bei Rot. Pass auf, jetzt macht es einen Volltreffer vor Erdbeben. Wollte noch Butter Chicken? Nein. Vorsicht! Okay, das war ein bisschen zu vorsichtiges Erdbeben, aber okay.
Ich nehme es. 5. Nicht halb 7, sondern halb 8 bei uns. Das ist schön, aber ich habe von mir geredet. Hier geht es um mich und nicht um dich. Ich. Sechs. Parasek, los. Hier ist es auch 6:30. Wo ist der Uwe? Soll ich noch Druckschlag machen? Lissabon. Wunderschön. Ah, ja, aber noch nie. Aber Rosa ist nächsten Monat in Lissabon. Nicht aufwachen. Nummer 7, wir sind bei 6%. Oh mein Gott. Da ist es. Da ist es. Klick. Yes. Die Believer, ihr habt gewonnen. Wieder 5% bloß haben 1 bis 9 gesagt. Wer auch immer 1 genommen hat jetzt. Es waren 8 Menschen, oder? Sehe ich das richtig? 8 Menschen haben 1 bis 9 genommen. Ihr seid jetzt rich. Also wenn viel gesetzt wurde. GG. Jetzt sag mir, wie viel ihr gekriegt habt. Wie viel Kohle habt ihr gekriegt? Easy Money. Oh Gott, wenn Happiness All In geht, dann... Ich glaube, mehr als 20k kann man nicht setzen. 100 gewettet, 3,1k bekommen. Damn! Stell dir mal vor, du hättest maximal gewettet. Warum hast du nur 100 gewettet? Stell dir mal vor, du hättest 250k gewettet, wie viel du gerade gekriegt hättest. Aber denk da lieber nicht dran, weil so fängt die Spielsucht an. Weil ich eine Pussy bin. Ja, schaut. Ich hoffe, das gibt euch eine Lehre, dass ihr mehr wetten sollt. Angel, stell dir vor, du hättest mehr als 200 gewettet. 1000 gesetzt, 19.000 bekommen. Also ist der Faktor 19 gewesen. Sehr gut. Okay, wir können noch eins machen. Das nächste ist Caputoro, das Hässlichste. Es ist in den Ruinen des Gedeihens. Und die sind... Da. Ach, bei der Wüste, wo ich nie war. Das hat mich immer gewundert, dass ich... Die Story bringt mich nie in die Wüste. Ich find's auch komisch, dass mich die Story nicht einmal zu jedem Tempel bringt von den Kapus. Auch wenn da nichts ist, aber dass da ein Kampf ist oder ein Storyteil oder sowas. Ist nur bei dem ersten und dann nie wieder irgendwo. Auch bei einem ist man, wo man das erste Mal dieses Macho-Mai-Rätsel machen muss. Naja. Wenn Rosa Restaurant-Tipps braucht, müsst ihr nur Bescheid sagen. Oha, Uwe, ich sag Bescheid. Gib mir Restaurant-Tipps auf Discord oder wo immer du sie mir schicken möchtest. Ich weiß, dass Rosa welche will. Kann ich hier wenigstens ein bisschen länger mit Parasek aushalten? Ich mach wieder was anderes nach vorne. Wir wollen auch Restaurant-Tipps für Irland. Okay, ja, wenn du in Irland bist. Butter Chicken bei Leo's Mind zu Hause. Moment. Das ist falsch, oder? Ich muss eins weiter. Genau, eins weiter.
Nur wenn du Zeit hast, Uwe. Aber Rosa ist tatsächlich eine, die immer solche Tipps auch dann verfolgt und da tatsächlich hingeht. Furukawa, du kannst auch um einiges mehr als 10 wetten. Aber ja, so funktioniert das, so wie du es gemacht hast. Warum lässt du mich hier nicht reiten? Okay, ich habe hier Bock auf Topschutz. Mein Lieblings-Pokémon ist Hooper. Von alle außer Miss und Leggy ist es Plinfa. Der Pinguin ist so süß. Okay. Was ist das? Hallo Danu. Was? Lass mich. Was? Das ist ein Labyrinth hier. Och nö. Viel Spaß beim Finden. Och nö. Du gehst immer auf 1 zu 10 meiner Punkte auf Quote. Überall mal am Abstauben mit der Masche. Mathematik. Zählst Karten. Hallo Maurediven. Wahrscheinlich, also es muss ja im Norden sein, aber wahrscheinlich ist das nicht so Himmelsrichtung hier, sondern man ist die ganze Zeit woanders. Was ist das denn hier? Warum ist hier was? Das ist dumm. Das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Ein Jahr irrt er hier schon durch. Junge, nimm Fluchtseil. Bisschen was von Giratinas Cave. Okay, das heißt, ist wahrscheinlich in allen Himmelsrichtungen ist ein Weg. Und jetzt bin ich wieder woanders. Der war vorhin nicht da. Du würdest gern Lunala treffen. Sorry, Bro. Vielleicht irgendwann mal. Danu, du bist ein Shiny Makabaya. Makabaya Shiny. Aber wenn es so wie Giratinas Cave ist, dann ist es irgendwie so, dass ich immer in die gleiche Richtung gehen soll und irgendwann bin ich da. Okay, jetzt wirkt es wie random, weil ich bin vorhin den gleichen Weg gegangen und jetzt war es anders. Oh, warte, sagen die Steine, wo ich lang muss? Oh, auch nicht schlecht. Psyum? Ist das Psycho-Z? Das ist ein dummer Name für Psycho-Z. Psyum? Nennst doch Mentalium oder so, aber doch nicht Psyum. Okay, das mit den Steinen war aber dann doch nicht richtig, weil... Aber... Ich hab's gefunden. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich könnte jetzt nicht wiederholen, was ich gemacht habe. Die Musik ist so unpassend hier. Das macht keinen Sinn. Ich kann hier nichts machen. Das blockiere ich. Das blockiere ich. Ich muss hier gehen.
stopp. Ich sehe halt nix. Wo soll ich wissen, welches? Mach jetzt mal das. Okay, was? Was? Wo war das ein Rätsel? Wo war das? Ach, Menno-Spiel. Gib mir doch ein bisschen Herausforderung. Team Rocket war so cool und jetzt kriegt man wieder alles geschenkt. Einfach schieben. So, das gleiche nochmal. Gebt all eure Punkte aus. Wettet nicht nur mickrige 200 oder 10. Ich erwarte, dass ihr jetzt in den 10.000ern wettet. Ihr habt doch alle Punkte. Gleiche Sache, gleiches Spiel. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Wahrscheinlichkeit ist 1,5, 3 oder 6%. Ich versuche auf 6% zu gehen, aber dafür muss das Toro nett sein und mein Parasek am Leben lassen. Ich habe 90, ja, dann weißt du ja, wie viel du setzen wirst. So, du bist Kampf. Oder? Kampffee. Das heißt, ich mach einen lockeren Steinhagel. Der wird dir nicht wehtun. Außer du bist Käfer. Gut. Vielleicht kommt gleich ein Shiny Kapu. Die kann man nicht Shiny handen. Aber das weißt du. 10k auf 1. Oh, fast geil. Ach, das ist ein Pflanzentier. Okay. Trotzdem Steinhagel, okay. Oh nein. Oh nein, das Gras fällt. Aber wenigstens wirken sie immer nur einmal ein Feld. Komm, einmal hältst du noch aus. Okay. Komm, ein Prozentball. Ein 3%-Ball. Wenn das Grasfeld weg ist, dann mache ich Pilzspore. Ach, stimmt, das Ding ist Pflanze. Warum ist Toro Pflanze? Das ist ein Stier. Warum sollte es Pflanze sein? Das Stier ist kräftig. Okay, dann bleibt es bei 3%. Fasca, es tut mir leid, aber 10k? Da brauchst du jetzt viel Glück. Du kannst ins Minus gehen mit Punkten, das wäre geil. So einen Kredit aufnehmen. So, das ist schon mal weg, das ist angenehm. Aber was mache ich jetzt, dass es wieder in den roten Bereich kommt? Rambos? Erstmal nix. An Ferdinand. Wer ist Ferdinand? Der Stier? Die Musik ist schrecklich. Ist wirklich schlimm. Wo war die Musik noch so schlimm? Irgendwo in Gen 4 war auch Musik richtig nervig. War das nicht bei Darkrai, wo es einfach nur so Trommeln sind? Die ganze Zeit. Arceus? War Arceus die Trommeln? Das war so nervig. Der Stier sieht schon irgendwie geil aus mit der Glocke und sowas. Ferdinand ist ein lieber Stier. Keine Ahnung. So, dann parasecken wir mal. Vielleicht ist der Trugschlag ja ganz nice. Ferdinand ist eine Ameise. Okay, ein bisschen besser, Parasek, bitte. Ein bisschen besser. Itako, hallo! Ich
Ich will da nicht draufklicken. Das ist Ferdinand die Ameise. Kein Stier. Hab's noch nie gesehen. Okay. Ich kenne das nicht. Ist das von 1873? Nee, kann nicht sein. Der war Schwarz-Weiß-Fernsehen. Warte, das war... Nochmal. Itako, immer wenn du da bist, ich muss sofort an Horrorfilme denken. Hast du noch Shudder? Ich habe was Neues auf Shudder angeschaut. Wo ich mich mega drauf gefreut hatte, aber es war dann doch nicht so gut. In a violent nature. Sehr interessantes Konzept von einem Horrorfilm. Schau dir mal den Trailer an. In a violent nature. Aber die Ausführung war dann doch nicht so geil, wie ich erwartet hatte. Aber er ist trotzdem, finde ich, anschauenswert. Da gibt es ein paar Sachen, die echt krass gut gemacht sind. In a violent nature. Die wollen immer noch nicht dein Geld. Ja, du brauchst eine irische Kreditkarte. Aber ich habe doch gesagt, dass wir das hinkriegen. Haben die Viecher eine einfache Catchrate? 1,5%. Also ja. Aber irgendwie ist diese Schädelwumme echt nervig. Okay, wir sind bei 10. Es tut mir leid, Fast Guy, du hast 10.000 verloren. Außer, es geht über 30. Oder es bleibt bei 20 und 30 drin. In a violent nature. Violent? Violent. Da ist es. 11. Oh. Oh. Gemein. Wenn irgendjemand gemerkt hat, dass ich mich verzählt habe, bitte schreit sofort. Weil wenn ich jetzt sage, wer gewonnen hat, dann kann ich das nicht mehr rückgängig machen. Aber ich glaube, ich habe mich nicht zerzählt. Ich finde, das Wort zerzählt sollte es geben. Oh, die meisten haben zwischen 11 und 19 gesagt. Ihr kriegt leider nicht so viele Punkte. Okay, dann machen wir heute noch alle Kapus jetzt. Kann ich jetzt zum letzten gehen? Kapukime. Das ist Ruin der Heimkehr. Kevin Kestner ist so ein toller Schauspieler. Du schaust gerade auf Netflix Yellowstone? Auf Netflix ist Yellowstone bei euch in Deutschland? Yellowstone ist eigentlich keine Netflix-Serie, sondern eine FX, glaube ich. Aber gut, es kann, glaube ich, FX... Stimmt, auf FX, wobei... FX auf... FX kein Deal mit irgendeinem... What? Wie dumm ist das denn jetzt? Das ist rückgängig gemacht worden. Hä, das vorhin hat sich das gemerkt, wie ich es hingeschoben habe. Wie komme ich jetzt hier raus? Geht das? Hallo David. Sieht ganz nett aus.
Das ist eine super coole Idee. Hier und da aber leider ein bisschen langweilig. Aber wenn es abgeht in dem Film, dann haben sie es echt gut gemacht. Also da gibt es eine Stelle, einen Kill, der... Ich habe noch nie so einen kreativen Kill gesehen. wo ist das? Ruin der Heimkehr ist da unten. Hier, da, genau, da war man. Da geht man einmal hin. Kapugine. In Österreich hat man Yellowstone auf Netflix. Yellowstone wollte ich auch immer anschauen, weil es so verdammt gut sein soll. Was gut bei Ultrasonne Mond ist, dass die Musik der Legis die originale Soundtrack der Kämpfer als Remake sind. Das heißt, die haben in Ultrasonne die Musik nochmal überarbeitet? Warum? Kannst du nicht ein Remake von etwas machen, was ein Jahr alt ist? So, also die anderen beiden waren jetzt super einfach. Ricky hat ein bisschen keinen Bock gehabt. Aber jetzt Kime, ja, wird wahrscheinlich auch keinen Bock haben, drin zu bleiben. Gibt es ein Wasserfeld? Weil mache ich Parsec an erster Stelle, dann mache ich Giga, Sauger und Pilzspore. Sind die älteren Legis gemeint? Ach so, Mann, du meinst, die ganzen Legis, die man hier fangen kann, haben die Originalmusik als Remake. Ja. Das wusste ich. Das ist gut gemacht, ja. Kime, kennst du den Film Ghost Ship? Ja, sehr alt, habe ich damals gesehen, als er rauskam. Keine Ahnung, wie der wäre, wenn ich den heute anschauen würde, aber damals fand ich ihn sehr geil. Aber es ist halt ein typischer, es ist nicht so ein besonderer Horrorfilm. Der Anfang ist ziemlich gut gemacht mit dem Schiff und mit diesem Kabel, was dort einmal durchzieht. Ja, okay, Wasserring hat's. Es gibt Nebelfeld. Ach, Nebelfeld. Wie ist Gigasauger? Vorsichtiger Gigasauger. Okay, noch ein bisschen mehr. Och nö! Oh, ist das genug? Ist das zu viel? Rückschlag. Weil in Nature kann nicht verfügbar sein, weil das ist ein Shudder Original, das gibt's nur auf Shudder. So wie der andere Spanische da, den du nicht anschauen konntest. So, Trugschlag und Wasserring gleicht sich jetzt aus, oder wie? Wie lang geht Wasserring? Für immer? Okay, nice, jetzt ist das weg. Sie nach Irland, Wohnung dort zu bekommen, soll ganz einfach sein. Ja. Kommst du her, dann kannst du endlich Shudder anschauen. So, jetzt der Gigasauger ist jetzt okay. Gerade so der perfekte Gigasauger. Passt auf, 1 KP bleibt übrig. Fuck. Nochmal. Halt, ich habe ja die Prediction eh vergessen. Gott sei Dank. Nochmal, ihr könnt eure Punkte alle verwetten, ihr gamble-süchtigen Motherfuckers. Verzockt eure Punkte, bis ich Kime endlich im roten Bereich habe.
Motherfuckers habe ich euch genannt. Mit scharfem S. Was darin geht für immer, so ein bisschen gemein. Mutterpflücker. Motherpflücker. Ich habe mir ein Limit gesetzt. Ich gamble nicht nochmal. Gut. Gut. Gut erzogen. Und jetzt setz all deine Punkte. Wo sind wir denn hier? Maurediven, wie viele Punkte hast du? Ich sag dir, wie viel du setzen sollst. Schnell, 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 bevor die Zeit zu Ende ist. Ich habe nur 3k, das ist zu wenig. Also 2k setzen, ganz einfach. Okay, okay, stopp! Wasserring, stopp! Das Gemeine ist, dass Wasserring auch wirkt, wenn es schläft. Ich hab 1000, dann setzt du 500 jetzt. Schnell! The Cork Line. Das kenne ich gar nicht. The Cork Line. Cork. Was ist überhaupt Cork? Du bist schuld? Natürlich. Chalk. Okay, das verstehe ich. Perfekt. Wenn jetzt Wasserring. Kann man Wasserring irgendwie auflösen? Wie du wehrst die Attacke Pilzspore ab. Hä, wie geht es? Pilzspore ist 100%. Actually, Leo, selbst 100% Attacken können fehlschlagen. Ja, aber so selten. Wegen Lehmbrühe? Ach ja, stimmt. Fuck, ist das anstrengend. Oh, es ist nervig. Schlaf. Es macht halt nur Wasserring. Es ist so blöd. Eins. Gesundheit. 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 Wenn es genug Leben hat, mache ich wieder Gigasauger. Aber ich traue mich noch nicht. Gerade war es schlecht. Wobei, jetzt soll es eigentlich reichen, Gigasauger. Ich warte noch eins. Wir sind eh bei 3%. Über 3%. 3. Ein dicker Gigasauger. Eigentlich zuerst Bildspruch, oder? Au! Rot ist ausgeglichen. Tja. Schlaf. 4.
Mach dir die Liste, Itako. Geh auf Letterboxd, mach dir einen Account und dir werden so viele Filme gezeigt und kannst einfach sagen, gesehen, nicht gesehen, gesehen, nicht gesehen. Letterboxd. Habe ich dir das nicht mal geschickt? Komm, ein Gigasauger. Okay, okay, okay. Deine Liste ist mein Favoriten. Nice. Der neue Film mit Demi Moore, Substance soll so gut sein anscheinend. The Substance ist gerade im Kino. Der soll so abnormal gut sein. Vielleicht gehe ich da mal ins Kino. So Demi Moore. Very mindful. So Demi Moore. Come on, das ist 6% quasi. Das sollte eigentlich sowas von drin bleiben im Vergleich zu den anderen. Kann es nur noch Naturzone? Kannst du noch Lehmbrühe machen? Letzte Chance für die Einser. Komm, ich tue euch einen Gefallen. Ich mache noch einen Gigasauger. Ich brauche auch Leben. Und jetzt sind wir wirklich bei vollen 6%. Okay, jetzt nicht mehr. Mann. Nummer 9. Zwei. Ah. Nope. Aber vielleicht kriegt ihr eure Punkte zurück. Ah, da ist es ja, die Lehmbrühe. Das war's wohl mit Einschläfern jetzt. Jetzt wird's richtig nervig wegen dem Wasserring. Oh, ich habe eine leichte Wasserschwäche. 2K gehen auf dich. Hey, du kannst sie immer noch zurückkriegen. Jetzt zum Beispiel. Und? Ah, Mann. Ich weiß nicht, was ich für eine Attacke machen soll. Soll ich einfach neu starten und Parasek wieder haben? Wie lange haben die Läden offen bei euch?
22 Uhr. Okay, ich greife jetzt an. Wenn es tot ist, hören wir auf. Wenn es nicht tot ist. Aber ich kann nicht aufhören, wegen der Wette. Kreuzschere kann da nicht so schlimm sein. Okay. Das ist dumm. Donnerblitz könnte es paralysieren, aber das ist so tot bei Donnerblitz. Aber Knirscher sollte auch schlecht sein. Habe ich mal Knirscher? Mace Kabu ist sein Favorit, das hier. Aber es nervt am meisten wegen Wasserring. Stop it. Was wehrt die Attacke ab? Oh, das Doppelschlag. Oh oh. Fuck. Hallo Kasiro. Ich muss jetzt wenigstens noch bis 30 machen. Ich kann nicht aufhören, weil Wetten halten 24 Stunden. Also wir könnten die Wette einfach weitermachen nächstes Mal. Letzter Versuch. Schnell Gigasauger, Druckschlag, Pilzspore und werfen. Hat es noch nicht Wasserring gemacht? Es hat kein Wasserring gemacht. What? Ich heile mich jetzt. Was ist hier anders? Hast du dich umgesetzt? Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist das Fenster nicht mehr direkt hinter dir. Seit ich umgezogen bin, sitze ich so. Seit einem Monat sitze ich so. Pass auf jetzt. Der hat keinen Wasserring gemacht. Oder es. Was ist die Chance? Warum hat es keinen Wasserring gemacht? Was kann jederzeit Wasserring machen? 15. 6% Chance.
Heute Abend ist State of Play. Verkünden die PlayStation Pro Pro für 1300 Euro. Eine PlayStation, die mit dir spricht, wo du keinen Controller mehr hast, sondern du sprichst mit AI. Und! Yes! 16. 16. Wer hat gesagt 16? Ey, es ist echt 30% komplett verteilt auf alle. Ihr kriegt eigentlich wahrscheinlich bloß eure Punkte wieder. Krass. I'm sorry. Habt ihr eure Punkte wieder gekriegt oder hat irgendjemand Gewinn gemacht? Der Gewinn ist, wenn dann, super wenig. Da ist es. Wir haben heute alle Kapus gefangen und die Rocket Story durchgespielt. Ich dachte, das geht schneller. Aber es ging ganz schnell mit der Kapu, mit den Kapus. Aber das war's. Ich muss aufhören, wir müssen einkaufen gehen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Ich speichere direkt hier. Vielen Dank fürs Dasein. Und wir sehen uns morgen wieder und fangen die ganzen Ultrabestien. Es könnte sein, dass wir morgen alle Ultrabestien schaffen. Keine Ahnung, wie schwierig die werden. Aber dann mehr kann ich nicht machen. Wenn ich die Ultrabestien habe, kann ich hier nicht mehr machen. Und Seigard 10% und so. Okay. Dankeschön fürs Dasein. Bis morgen. Stellt nichts an. Bye bye. Bussi. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.